steigen ein in den Tagesordnungspunkt 4 und 5 in gemeinsamer Behandlung. Und da gibt es einen Ergänzungsantrag FDP, der könnte zunächst eingebracht werden, wollte eine Fraktionsrunde machen. Dann steigen wir mit der wir haben ja ein Rederecht. Frau Weiß könnte da uns zunächst hier... Machen wir es mal, würde ich jetzt mal so zusagen. Und wir steigen mal in die Fraktionsrunde ein. Und es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Frau Siebeneicher, Sie können starten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, ich selbst bin Neustädterin seit vielen Jahren und beschäftige mich mit dem Thema Nachtleben und rücksichtsvolles Nachtleben nun seit nunmehr 3 Jahren sehr, sehr intensiv. Ich möchte zunächst sagen, die Problemlage, die wir in der Neustadt haben, mit Lärm, aber auch mit Müll, ist komplex. Und ich möchte auch zu Beginn sagen, dass es fraglich ist, ob wir das mit Verboten lösen können. Ich bin mir aber sicher, dass wir die Problemlage allein mit Verboten nicht lösen können werden. Zu Beginn, um ein bisschen allgemeiner einzusteigen, ist mir natürlich bewusst, dass Lärm auf Dauer krank macht und wir einen Weg finden müssen, wie spät in der Nacht und in den frühen Morgenstunden Menschen, die in der Neustadt leben, auch schlafen können. Rings um das Thema Lärm und Feiern sind viele Anwohner auch besorgt über die wachsenden Müllberge. Sie sind enttäuscht, dass zu wenig gegen die Glasscherben gemacht wird. Und auch das Wildpinkeln wird als ein großes Problem wahrgenommen. Und auf diese Probleme müssen wir genauso eingehen wie auf Probleme mit Lärm. Deshalb haben wir Neustadtgrüne im Stadtbezirksbeirat auch ganz konkrete Vorschläge eingebracht, zum Beispiel ein Glasflaschenverkaufsverbot am Abend, stattdessen ein Mehrwegpfandsystem oder eine Verpackungsgebühr auf To-Go-Produkte, eine Verkehrsberuhigung und Umgestaltung der Luisenstraße, um mehr Platz zu schaffen, und auch noch kleinere andere Vorschläge. Doch leider, es war zu erwarten, haben die Polizeiverordnungen, die von Seiten der Verwaltung jetzt vorgelegt wurden, in den letzten Wochen die Debatte allein auf Verbote eingeschränkt. Und andere Lösungsansätze wurden aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert. Ja, der Stadtbezirk hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel in präventive Maßnahmen investiert. Und ich glaube, dass es auch der richtige Weg ist und dass wir auch bereits erste Erfolge sehen. Zum Beispiel wird durch das Ordnungsamt das Einziehen der Bassboxen, der Boomboxen, der lauten Geräte deutlich konsequenter durchgezogen und das hilft, den Lärm zu reduzieren. Aber auch die Arbeit der Nachtschlichter ist eindeutig eine Erfolgsgeschichte und wird jetzt auch weiterlaufen. Und dennoch ist der Lärm immer noch zu hoch und es wird von uns als Politik, aber auch Verwaltung weiterhin eine wirkliche Lösung eingefordert. Wir haben uns heute hier für eine Vertagung ausgesprochen als Grüne, der leider keine Mehrheit gefolgt ist, weil wir schon erleben, dass in den letzten Wochen die Situation sich aus unserer Sicht entspannt hat. Es ist sehr schwer einzuschätzen, wie die Pandemiejahre, die letzten Jahre, die Neustadt jetzt auch wieder anders verändern, weil wieder mehr Leben stattfindet und zwar nicht nur auf der Straße, sondern auch in Clubs, in Festivals und Feiern sich nicht mehr so stark auf draußen und auf die Neustadt konzentriert. Wir nehmen aber dennoch wahr, dass Lärm ein Thema bleiben wird und haben, als die Eilvorlage im April hier auf dem Tisch lag, noch mal ganz intensiv diskutiert, wie wir damit umgehen. Unser Resümee auch im Stadtbezirksbeirat ist, dass wir nach langer intensiver Abwägung bereit wären, einen ersten Schritt zu gehen und das Alkoholabgabeverbot ab Mitternacht, also deutlich später als von der Verwaltung vorgesehen, dann auch bis Ende September als ein Versuch hier auch mit zu beschließen. Ein richtiges Alkoholkonsumverbot, also ein Verbot
im öffentlichen Raum an der schiefen Ecke, viele nennen sie Assi-Eck, ein solches Verbot tragen wir als Grüne in keinem Fall mit. Wir sind der Meinung, dass das ein sehr, sehr weitreichender Eingriff ist, der aus unserer Sicht wirklich unverhältnismäßig wäre, vor allem was die Länge des vorgesehenen Verbots anbelangt. Denn das würde bedeuten, dass jeder, der sich sein Bier nicht in der Kneipe kaufen will oder vielleicht auch nicht in der Kneipe leisten kann, dann auf jeden Fall dort nicht mehr konsumieren kann. Das würde zu Verdrängungseffekten führen. Die Debatten haben wir in den letzten Monaten auch sehr ausführlich geführt. Ich bin gespannt, was die Debatte heute hier hergibt. Ich werde mich dann später, denke ich, auch noch mal zu Wort melden, weil meine Redezeit gleich abgelaufen ist. Ich möchte aber eins sagen, wenn wir ehrlich die Lärmproblematik lösen wollen, müssen wir deutlich über den Stadtteil hinaus gucken, denn in der Neustadt sammeln sich im Moment, so ist mein Eindruck und so wird das auch von vielen im Streetwork erklärt, immer wieder sammeln sich all die Leute, die in anderen Teilen der Stadt eben abends so nicht gewollt sind und oft auch eben in die Neustadt verwiesen werden. Soweit erstmal für die erste Runde. Dankeschön. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit AfD-Fraktion. Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream, die Landeshauptstadt Dresden kommt anscheinend in der Vergangenheit mit den Vorkommnissen am sogenannten Assi-Eck nicht zurecht. Zu laut, zu schmutzig, zu viel Kriminalität. Bürger haben sich gegen diese Situation gewandt und haben beim Verwaltungsgericht geklagt. Die Stadt hat sich gegen diese Klage gewehrt und hat vorgetragen, und jetzt kommen die Argumente der Stadt, nicht von mir, dass die Bürger überhaupt ja keinen Rechtsschutz gegen den Lärmbeseitigung hätten, in dem Fall also kein Rechtsschutzbedürfnis, die Beschwerden vor dem Verwaltungsgericht seien nicht eindeutig und exakt beschrieben, und schließlich wollten die Bürger Maßnahmen haben, mit denen überhaupt der Lärmpegel zu reduzieren wäre, würde gar nicht möglich sein. Ein weiteres Argument wurde vorgetragen von der Stadt, dass der Lärm sich durch das Eingreifen der Stadt auf andere Bereiche der Stadt nur verlagern würde. Es wäre nichts gewonnen, sagt die Stadt. Das Verwaltungsgericht hat dann im Eilverfahren trotzdem die Stadt zum Handeln verurteilt. Daraufhin hat die Stadt, sonst niemand, Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt, also war überhaupt nicht damit zufrieden. Und hat gleichzeitig, also beschwerdeingerecht, sehr merkwürdig, und gleichzeitig hat sie eine Verwaltungsvorlage hier uns vorgelegt, die eigentlich genau dem Ansinnen dieser Bewohner abhelfen würde. Da weiß man gar nicht so, wo man steht hier bei der Stadt. Bei einer anderen Besprechung vor dem Oberverwaltungsgericht wurde ich auf Geheiß der Stadt, also nicht der Parteien, nur die Stadt wollte das haben, aus dem Zuschauerraum gebeten, sodass man in Ruhe hinter verschlossenen Türen sprechen kann. Umgekehrt wäre es klug gewesen, wenn Stadträte, die sich hier informieren wollen und ein Stück weit reinsteigen wollen, das Thema nicht auszuladen, sondern einzuladen. Der Ordnungsbürgermeister zeigt sich aber auch in den weiteren Angelegenheiten recht hilflos. Das Verwaltungsgericht hat der Landeshauptstadt Dresden einige Ideen mitgegeben. Wir haben eine Riesenverwaltung, aber die 3-4 Richter müssen das klären. Sie sagen, so schreibt es in einigen besagten Stellen aus, wäre es gut, wenn mehr Mülleimer aufgestellt werden würden. Das gäbe es auch in anderen Städten, Köln, Freiburg, gäbe es ähnliche Stellen, wo solche Sachen sind. Das Gericht rügt weiterhin die Stadt und damit den Ordnungsbürgermeister, ihre Möglichkeiten nicht ausgeschöpft zu haben. Sie will anscheinend, so stellt das Gericht das fest, mit ganz wenigen Mitteln, mit ganz wenig Personal das Problem lösen. Ich lese das nur aus dem Urteil raus. Das Gericht schreibt weiterhin, die Stadt ist es zuzumuten, einer erheblichen Zeit in eine Suche nach einem wirksamen Gesamtkonzept für die Beseitigung der Vollzugsdefizite zu investieren. Das Gericht war also damit bisher nicht zufrieden. So, dann spricht das Gericht auch von einer Möglichkeit, nach 34.2 Alkoholverbote zu erlassen, über die wir ja heute hier verhandeln.
Das erstinstanzliche Urteil liest sich also so, dass zunächst Vollzugsmaßnahmen durchzuführen sind. Und wenn das alles nichts nutzt, können dann auch Alkoholverbote durchgeführt werden als eine Möglichkeit. Im Ergebnis soll jetzt das Mitführen von Alkohol auf diesem markanten Platz nicht mehr geduldet und verboten werden. Und einem sehr großen Gebiet soll, das ist der zweite Teil, den wir hier mitbehandeln, Alkohol generell das Ausschenken verboten werden. Also komplett für die Gewerbetreibenden. Unsere Position von der AfD, und das wird sicherlich die linke Seite vielleicht ein bisschen überraschen, aber soll ja auch mal sein, die Stadt hat also, haben wir gesagt, in den Vorlagen gezeigt, dass das Alkoholverbot erst einmal, ja, kann zwar ein Hemmender sein, aber hat letztendlich in ihrer Vorlage nicht deutlich gut gemacht, dass es sinnvoll ist. Sie schreiben, das Urinieren wäre tödlich, aber da frage ich, was hat das mit Ruhestörungen zu tun? Dann wurden viele Corona-Verstöße aufgeführt. Was hat das mit Ruhestörung zu tun? Nichts. Dann gab es noch Diebstähle, die aufgeführt worden sind. Da hat mich das auch gewundert, dass Diebstähle sicherlich auch nicht lärmbelästigend sind. Das wird meistens im Verborgenen gemacht. Und nichtdestotrotz wurde dann Alkoholverbot gefordert. Ich empfehle dem Oberbürgermeister und dem Ordnungsbürgermeister, das Verwaltungsgericht-Urteil zu lesen. Und unsere Position ist es erst dann, wenn das alles nicht mehr wirkt, wird es hier eine Zustimmung geben, dass wir dem zustimmen. Kurzum, eine Enthaltung für das Thema Mitführen an Alkohol an dem Platz von unserer Seite aus und natürlich ein ganz klares Nein für gewerbetreibendes Verbot von Verkauf von Alkoholikers. Ich werde dann in der zweiten Runde das nochmal ausführen, die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Neustädterinnen und Neustädter und liebe Nicht-Neustädterinnen und Neustädter, sofern es die überhaupt gibt. Die Neustadt, das ist also eine Marke an sich sozusagen. Ich denke, für Dresden was Besonderes, aber sozusagen fast jede Großstadt hat eine Neustadt. Die heißen sogar relativ häufig so, wo es auch diese ähnlichen Probleme gibt, sozusagen Jugend, Musik, Kultur, Buntheit, ausprobieren, was Kreatives. Bevor ich mich übers Assi-Eck ein bisschen auslasse, deswegen nochmal der Blick, dass die Neustadt auch die Kunsthofpassage hat und die Pfundsmolkerei, dass der Kästner dort zur Schule ging, dass es viele Bars und Clubs gibt, Theater, Museen. Und dann gibt es eben diese Ecke, Rothenburger Straße, Görlitzer Straße, Ecke Luisenstraße, Rambazamba sozusagen, vorher war es der Scheunevorplatz, es ist mal der Alaunpark gewesen oder auch am Albertplatz scheint sich eine rege Pizzakartonkultur zu bilden in den letzten Monaten. Und natürlich wird es laut, es wird unerträglich laut, das glaube ich schon. Also ein Problem gibt es auf jeden Fall an dieser Stelle sozusagen. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben das auch geschildert, dass man vor allen Dingen in den Sommermonaten dort nicht zur Ruhe findet nachts, wenn es wirklich diese Rambazamba-Nächte sind, wo bis sehr spät dort eine unüberschaubare Gruppe an hauptsächlich jungen Leuten sozusagen sehr feucht und sehr fröhlich beieinander sitzt und durch die Gegend redet, mit natürlich Begleiterscheinungen, die dann da auch sind. Aber ich will das ein bisschen aufgreifen, was gerade schon genannt wurde. Es liegt halt auch daran, dass es eben diese einzige Ecke ist, an der das möglich ist. Also die Leute reisen aus den anderen Stadtteilen an, weil sie das dort nicht haben. Dort gibt es ja nicht mal Spätis, das sind also Spätverkaufsstellen, für die, na, und wenn es welche gibt, sozusagen, müssen die um 9 zumachen, habe ich gehört, habe ich mir erzählen lassen aus Strehlen. Da kann natürlich auch nichts passieren. Ne? Und wenn 3 Jugendliche in einem Park laut sind, werden sie weggeschickt, weil man das hört. In der Neustadt hörst du gar nicht 3 Leute raus, sozusagen. Das liegt aber auch an der Straßenbahn, die da so fährt.
Also ich will damit sagen, das Problem ist da, es ist aber ein Stadtproblem. Im Grunde genommen müssten wir als Neustädterinnen und Neustädter die Solidarität der Gesamtstadt einfordern, für diesen Job, den wir dort machen, das zu ertragen. Eure Jugendlichen sozusagen, einfach mal in den Raum gestellt. Ne? Und das müsste eigentlich dazu führen, dass diese Spätikultur, für die in der Neustadt wirklich sehr viele Leute auch was haben, was übrig haben, dass diese Spätikultur gefälligst über die Stadt ausgebreitet wird. Ein Förderprogramm für Spätis in Strehlen, in Tolkewitz. Das geht ja nicht nur ums Trinken, es geht ja vor allen Dingen um den geselligen Aspekt, der damit verbunden ist. Ne? Treffen und so weiter in einem informellen Rahmen. Was keine Lösung sozusagen sein kann, ist sowohl das Alkoholkonsumverbot, was die Polizeiverordnung mit sich bringen würde an der Ecke, als auch das Verkaufsverbot für die Spätis in der gesamten Neustadt. Das würde zu diesen Verdrängungseffekten führen, die würden, würden einfach einen Platz weiterziehen und die Polizei müsste sehen, wie sie ein Alkoholkonsumverbot durchsetzt oder die Polizeibehörde. Da will man sich nicht ausmalen, sozusagen, wie laut das werden würde, wenn das durchgesetzt werden müsste über einen längeren Zeitraum. Hin wie her braucht es also ein Konzept. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Bestandteile des Konzeptes wurden ja auch schon genannt. Sie sind auch in Erprobung. Und auch nach meiner bescheidenen Wahrnehmung gibt es eben da eine leichte Verbesserung in den letzten Wochen, Monaten zu verzeichnen, also in dieser Saison. Vielleicht auch tatsächlich durch einen Wechsel sozusagen der Jugendklicken, die sich dort treffen und kennenlernen und entsprechende Erfahrungen machen. Also auf jeden Fall ohne so ein Konzept sozusagen, wo Bestandteile auch festgelegt sind, braucht man mit Repression meiner Meinung nach nicht kommen. Und zu einem Konzept müsste natürlich auch gehören, dass man sowas wie bauliche Maßnahmen prüft. Ich weiß es zum Beispiel von der Hamburger Neustadt, dort St. Pauli Schanzenviertel genannt. Die haben dort teilweise Lärmschutzfenster extra entwickelt, die sozusagen sich so lüften lassen, dass trotzdem eine enorme Anzahl an Dezibels, um die es ja am Ende geht, geschluckt werden können. Und das wäre natürlich auf Dauer auch sehr überlegenswert. Also wir lehnen diese beiden Vorlagen der Verwaltung ab. Polizeiverordnung, Konsumverbot und Verkaufsverbot. Es ist keine Lösung. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, die SPD-Fraktion, Herr Dries. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Eingangs ist es natürlich zu sagen, natürlich muss ich etwas verändern und natürlich muss ich auch etwas verändern im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner des Assi-Eck. Das ist völlig klar und an dieser Stelle sei es auch mal gesagt, diese Ecke ist eigentlich der denkbar schlechteste Ort, wenn man sich das mal alleine baulich anguckt mit den Straßenschluchten und den dadurch auch Lautstärke verstärkenden Gegebenheiten, an denen sich viele Leute treffen sollten, um dort die Abende zu verbringen. Trotzdem, auch aus Sicht der SPD-Fraktion, sind diese beiden Polizeiverordnungen natürlich nicht die Antwort auf die Fragen und insbesondere deswegen, weil es die Stadtverwaltung völlig versäumt hat, andere Fragen, viel, viel wichtigere Fragen und Fragen, die vorher beantwortet werden müssten, mal zu beantworten. Eine dieser Fragen ist zum Beispiel, wo ist es denn eigentlich aus unserer Sicht okay, dass sich Menschen, insbesondere junge Menschen, abends treffen, um mal ein Bierchen auf der Straße zu trinken. Darauf hat auch diese Stadtverwaltung keine Antwort. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt und auch meine Partei haben da schon diverse Vorschläge gemacht. Ich nenne nur ein paar, die Reiterhallen westlich vom Alauenpark, das ehemalige Militärpostamt Königsbrücker Straße, Ecke Stauffenbergallee, das Postgelände an der Königsbrücker Straße hinter der Post oder der alte Leipziger Bahnhof. Das wären alles so Orte, da könnte man drüber reden, ob man dort nicht selbstverwaltete Jugendclubstrukturen oder ähnliche Sachen, die attraktiv sind, wo das Bier nie viel Geld kostet und Ähnliches schaffen könnte, um eben so Ecken wie das Assi-Eck zu entlasten. Die Antworten unseres Oberbürgermeisters in seiner Stadtverwaltung waren immer, geht deswegen nicht, geht deswegen nicht, geht deswegen nicht, geht deswegen nicht. Dann haben wir das Problem halt an dieser Stelle. Und die zweite Frage, die nicht beantwortet ist,
ist, was passiert denn eigentlich, wenn wir diese Polizeiverordnungen an dieser Stelle beschließen? Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, wir sehen uns in 2 oder 3 Jahren hier wieder mit demselben Thema, nur beim Lutherplatz oder vor der Scheune oder am Albertplatz. Das wird doch nur zu einer Verdrängung führen. Es ist doch keine inhaltliche Antwort auf diese Situation. Und es gibt eben überhaupt gar keine Antwort darauf, wo die Leute denn eigentlich hin können, die sich am Assi-Eck treffen. Auch deswegen ist dieser Weg mit den Polizeiverordnungen jetzt abzulehnen. Das Ziel meiner Fraktion ist es, mit Blick auf das Assi-Eck, zum einen, dass natürlich die Nachtruhe für die Anwohnerinnen und Anwohner gewährleistet wird. Zum zweiten, dass zu jeder Uhrzeit die Straßenbahnlinie 13 dort ungehindert durchkommt. Und zum dritten, dass der Charakter der Neustadt erhalten bleibt und man selbstverständlich sein Bierchen auf der Straße trinken kann. Und das geht, das kriegen wir hin. Und das kriegen wir vor allen Dingen mit milderen Maßnahmen hin als diesen Polizeiverordnungen. Meine VorrednerInnen haben schon verschiedene gesagt. Die Nachtschlichter haben wir schon eingeführt. Die sind aber unter anderem auch wegen der Corona-Situation noch nicht zu ihrer vollen Wirksamkeit gekommen. Projekt Nette Toilette haben wir in der Neustadt. Natürlich gehört auch dazu, dass eine Polizeipräsenz beziehungsweise wahrscheinlich eher eine Präsenz des Ordnungsamtes an dieser Ecke ist, um Ordnungswidrigkeiten zu unterbinden. Das hat ja auch in den letzten Monaten, insbesondere durch den Einzug verschiedener Boom-, Bass- und sonstigen USB-Boxen, ganz gut funktioniert. Da haben wir ja gesehen, dass wir auch die Regelungsgrundlage haben, um sowas zu machen. Da gehört es aber eben natürlich auch dazu, dass auch ein Ordnungsamt nach Mitternacht noch arbeiten darf und dort an der Ecke aktiv sein darf und nicht nach Hause gehen muss. So, auch das müssten wir dann uns städtisch mal angucken. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass wir über eine autofreie Luisenstraße diskutieren, um diese Ecke zu entzerren, um dafür zu sorgen, dass eben auf der Luisenstraße links und rechts von dieser Ecke nicht mehr alles mit Autos zugeparkt ist, sondern dort eben Platz entsteht, wo sich Menschen aufhalten können, damit sie eben nie auf der Kreuzung stehen müssen. Und wenn wir einen Durchgangsverkehr nur in Nord-Süd-Richtung auf der Rotenburger und Görlitzer Straße hätten, so wie die Straßenbahn fährt, dann wäre das, glaube ich, auch für die Verkehrsentwicklung in diesem Stadtteil gar nicht schlecht, indem man eben diesen Querverkehr dort auf der Luisenstraße rausnimmt. Und als letzte Maßnahme aus unserer Sicht, die dazugehört, ist natürlich, so haben wir es auch auf dem Scheunevorplatz in den letzten Jahren bearbeitet, dass es zivilgesellschaftliche Initiativen gibt und die von der Stadt gefördert werden. Auf dem Scheunevorplatz ist es gelöst worden durch den Scheunevorplatzkoordinator, der dort viele gute Aktionen gemacht hat, Silent Disco, Tischtennisturniere und so weiter, die alle nicht viel Lärm produzieren und den Platz bespielen und damit sozusagen auch ja, verschiedenen Tendenzen, die wir vielleicht nicht haben wollen, ein Stück weit den Raum nimmt. Und wenn wir uns auf der Luisenstraße Platz verschaffen, dann haben wir dort in der Ecke auch Platz, um zivilgesellschaftliche Initiativen zu unterstützen und zuzulassen. Das alles wären aus Sicht der SPD-Fraktion viel, viel sinnvollere Denkansätze, mit dieser Situation umzugehen, statt die Law-and-Order-Keule zu schwingen. Wir können diese Ziele, die wir haben, auch mit milderen Mitteln erreichen. Und deswegen lassen Sie uns heute nicht den Weg der Polizeiverordnungen gehen. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, diese Verbote sind uns natürlich als Liberale grundsätzlich zuwider. Trotzdem werden wir einen Teil der Verbote mitmachen, weil wir die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Sie können hier sich alle winden und rausreden als Stadtbezirksbeirat in der Dresdner Neustadt und als jemand, der die Diskussion ja nun wirklich monatlich in den letzten Monaten geführt hat und auch gesehen hat, wie dort quer durch alle Fraktionen, auch durch diesen Links-Grünen, sonst was, Stadtbezirksbeirat, es auch so gewesen ist, dass es aus allen Fraktionen sehr unterschiedliche Sichtweisen gegeben hat, glaube ich, dass wir eins nicht tun können, nämlich jetzt nicht zu handeln. Die Situation ist, wie sie ist, und sie ist absolut inakzeptabel. Ich nehme wohl zur Kenntnis, dass es eine leichte Verbesserung geben kann. Aber das hat was mit Wetter, mit anderen Veranstaltungen in der Stadt zu tun. Jetzt schon zu sagen, dass es sich grundsätzlich verändert hat, ist viel zu früh. Ich denke, wir müssen jetzt, und das hat uns aus meiner Sicht, soweit ich das Gericht verstanden habe, das Gericht auch aufgetragen, dort Maßnahmen zu ergreifen. Und deswegen sagen wir als FDP, dem Konsumverbot, stimmen wir mit einer Ergänzung, zu der ich sofort komme, zu. Von einem Verkaufsverbot halten wir nichts. Ich glaube, dass das über das Ziel hinausschießt und auch nichts bringt. So, wir würden diesem
Konsumverbot zustimmen unter einer Bedingung, nämlich, dass wir erstens diese Polizeiverordnung klar befristen, und zwar bis zum 30.04. nächsten Jahres, und sie auch dort definitiv enden lassen und den Stadtrat den Auftrag geben bis dahin, und zwar mit einer Evaluierung, die bereits im Ergebnis dessen, was im Sommer passiert, bis am 31. Oktober dann auch anfängt, klar auszuwerten, was haben die Maßnahmen gebracht, haben sie überhaupt was gebracht, das genau untersuchen, um dann zu wissen, wie wir ins nächste Jahr gehen, ob wir für die nächste Saison überhaupt wieder Verbote brauchen oder hoffentlich uns Besseres eingefallen ist. Das wird auch in unserem Ergänzungsantrag genauso beschrieben. Und das Zweite, der für mich noch wichtigere Punkt ist, dass wir das, was auch von anderen Rednern hier angesprochen worden ist, auch wirklich tun, und zwar schnell tun. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat in großem Einvernehmen eine Zukunftskonferenz beschlossen. Das heißt, man will im September sich zusammensetzen und genau über dieses Dilemma, in dem der ganze Stadtteil steckt, sprechen. Nämlich, wie man einerseits diesen einzigartigen und ich glaube auch von vielen ja gewollten Charakter der Neustadt erhält, aber andererseits auch die berechtigten Anliegen und die Auswüchse, mit denen die Anwohner dort umgehen müssen, betrachtet und Lösung findet. Und das darf man nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, sondern das müssen wir jetzt machen. Und genau deswegen fordern wir das zu tun und bis Ende des Jahres ein entsprechendes Konzept zusammen mit dem Stadtbezirksbeirat Neustadt zu entwickeln. Worin besteht das Dilemma? Das Dilemma besteht darin, dass, es wurde vorhin gerade angesprochen, die Frage zu beantworten ist, wo die jungen Leute denn sonst hingehen sollen. Und die schiefe Ecke ist ja nun beim besten Willen der wahrscheinlich hässlichste Ort in der gesamten Neustadt. Da hat man keinerlei Aufenthaltsqualität, da wird man vom Verkehr gestört. Normalerweise würde ich dort nicht unbedingt sagen, dort will ich hin. Es ist nur so, wenn es keine Freiräume gibt und die Stadt nichts tut, dann suchen sich die Leute eigene, und das sind manchmal nie die schönsten, sondern sind die, die am Ende sich irgendwie ergeben oder praktisch sind. Und die Situation haben wir, die haben wir aber zum großen Teil selbst geschaffen, weil alles, wo in dieser Stadt Freiräume entstehen sollen, an irgendwelcher Bürokratie, an Einschränkung, an Regulierungswut dieser Verwaltung scheitert. Und es ist immer, sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung, die Umweltverwaltung, die gegen alles in dieser Stadt irgendwas vorzutragen hat. Wie oft haben wir in dieser Stadt Grillplätze beschlossen? Nichts davon ist bisher umgesetzt. Wie oft haben wir besprochen, dass andere Flächen entwickelt werden sollen? Nichts davon ist umgesetzt, meine Damen und Herren. Wo ist denn der Skaterpark, den wir an der Waldstädtischen Brücke machen wollten? Auch dieser lebt überhaupt nicht. Überall gibt es immer wieder irgendwelche Vorschriften, meistens aus der Umweltverwaltung, wo das nicht geht. Wenn wir das wollen, dann müssen wir etwas für Freiräume tun. Dann müssen wir auch Alternativen schaffen. Das ist die Nachtzeitverlängerung in der Neustadt beispielsweise für die Außengastronomie oder für Biergärten. Das ist auch die Bunte Republik Neustadt. Wir können doch gar nicht einfach zugucken, dass die großen Möglichkeiten, gemeinsam zu feiern, wieder nicht gehen und dass es wieder nicht funktioniert. Mir scheint es ja manchmal, dem einen oder anderen hier im Raum ist das ganz recht, dass es eben nicht funktioniert. Ich selber habe erlebt, bei der alternativen Standortsuche für den Palais-Sommer, immerhin ein großes und für Dresden wichtiges, sozialen Kriterien, Umweltkriterien verpflichtetes, eintrittsfreies Festival. Wir haben ja nun wirklich nahezu jeden Standort, der geht, ob das die Elbwiese unten an den Rosengärten ist, ob das Schloss Albrechtsberg ist. Nahezu jeden Park wurde geprüft, alles ging nicht, weil immer irgendwelche Bedenken aus dem Umweltamt kamen. Wenn es so ist, Frau Jenigen, das müssen Sie auch selbst beantworten, wenn es denn so ist, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn sich die Menschen eigene Räume suchen, und dann ist es auch ein so ungeeigneter Ort wie die schiefe Ecke. Da können Sie mit dem Kopf schütteln, Frau Scharnatzky, es ist ganz genauso. Ich habe Sie doch schütteln sehen. Haben Sie geschüttelt? Na also. Meine Damen und Herren, das Wichtigste, was wir machen müssen, ist, wo sind Freiräume, wo können sich junge Leute treffen? Und wir müssen das Dilemma klären. Und jetzt einen ganz wichtigen Satz, weil Kollege Drews das zum Schluss gesagt hat. Und die Antwort möchte ich von Ihnen dann gleich hören. Sie selber sprechen hier davon, die Luisenstraße autofrei zu machen. Was denken Sie, was passiert, wenn Sie die Luisenstraße autofrei machen? Eine bessere Möglichkeit, um mitten in der Neustadt zu feiern, laut zu sein, bis tief in die Nacht
habe ich dann gar nicht. Sie erhöhen die Aufenthaltsqualität für all die, die feiern wollen. Jetzt aber sind Sie dagegen. Das verstehe ich nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als nächste Fraktion sind die Dissidenten an der Reihe. Herr Aschenbach. So, so. Alkoholkonsumverbot am Assi-Eck und Alkoholabgabeverbot in der gesamten äußeren Neustadt. Bevor ich mich den Prohibitionsvorlagen widme, zitiere ich aus einer Analyse zur Sicherheit in der äußeren Neustadt, dem SIQWA-Forschungsprojekt 2019. Ich zitiere die Anwohnerin. Ruhe, Herr Zastro. Ich habe mir Mühe gegeben, ihr Gestammel. So weiter. Also, ich zitiere, die Anwohnerinnen der äußeren Neustadt zeigen eine große Toleranz gegenüber den Partygästen und herumstehenden oder sitzenden Menschengruppen in ihrem Viertel. Mit dem Blick auf mögliche Ansätze der kommunalen Präventionsarbeit bevorzugen die Neustädterinnen vorbeugende Maßnahmen. In ihren Augen können Probleme nicht nur mit repressiven Mitteln gelöst werden. Fun Fact, nach Müll wird rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr als größtes Problem betrachtet. Und dabei herrscht doch schon Alkoholverbot am Steuer. Auf dresden.de erfahre ich, die äußere Neustadt sei ein Szeneviertel. Szeneviertel, erläutert mir Wikipedia, sind zum Beispiel studentisch geprägte Stadtviertel, aber auch Stadtteile mit einem erhöhten Nachtleben. Und weiter. Diese Stadtteile unterliegen mit steigender Popularität und zunehmendem Einkommen ehemaliger Studenten häufig den Mechanismen der Gentrifizierung. Huiuiui, das böse Wort, was heißt das denn? Als Gentrifizierung bezeichnet man den sozialökonomischen Strukturwandel großstädtischer Viertel durch eine Attraktivitätssteigerung zugunsten zahlungskräftigerer Eigentümer und Mieter und deren anschließenden Zuzug. Aber Vorsicht! Noch vor der ökonomischen Bereinigung gelten ebenso die Unterschiede im Habitus, im Geschmack, in den sozialen und kulturellen Ausdrucksweisen und symbolhaft inszenierten Konsumgewohnheiten der bestehenden Einwohnerschaft im öffentlichen Raum als Symptome dieses üblen Konflikts. Das passt doch ganz gut. Wie der Assi ans Eck, könnte man sagen. Doch mit dem Zuzug von Spießern jegliches Problem abzutun, wäre unangebracht. Denn in den vergangenen 2 Jahren, die Überlebenden erinnern sich vielleicht, rang nicht nur der Intensivpatient nach Luft, sondern das gesamte soziokulturelle Leben konnte bestenfalls röcheln. Kneipen, Kinos, Clubs, Theaterkonzerte gab es nicht. Und wenn wir uns trotz solchen Last trafen, dann möglichst draußen. So verwundert es wenig, dass in den Sommerwochenenden 2020 und 2021 mitunter über 1000 Menschen durch ihre geschwätzige Anwesenheit das Rettungsboot Assi-Eck im Lärm versenken. Das war für manch Anwohner mitunter unerträglich laut. Selbstverständlich finden die besonderen Umstände der Pandemiejahre Berücksichtigung bei der polizeilichen Lagebeschreibung. Ergänzend kann festgehalten werden, dass die Corona-bedingten Einschränkungen das Lagebild in der äußeren Neustadt erheblich verzerren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der Straftaten im Bereich der schiefen Ecke ohne Einschränkung um ein Vielfaches höher ausgefallen wäre. Hä? Dabei erzählte mir neulich erst die Polizei im Kriminalpräventiven Rat, dass alle Daten der vergangenen 2 Jahre nicht für langfristige Betrachtungen taugen. Aber in der Neustadt gelten wohl andere Regeln. Besonders lustig. Laut der eigenen Begründung hat sich just mit Öffnung der Kneipen im Juli 2021 die Zahl der Eckenbenutzer mehr als halbiert. Im Stadtbezirksbeirat vernahm ich, dass das Ordnungsamt schon viel länger mit repressiver Prohibition liebäugele, jedoch leider von der Landesdirektion darauf hingewiesen wurde, dass man für solch drastische Grundrechtseinschränkungen eine solide Begründung braucht. Also schloss man sich mit der Polizei kurz, um, selbstverständlich völlig ergebnisoffen, die Datengrundlage zu schaffen und entsprechend schockierende Berichte zu verfassen. Krise genutzt, würde ich sagen. Denn was tut man denn nicht alles für die Zerschlagung verfestigter Strukturen, wie die Polizei es nennt? Zerschlagen werden soll in diesem Fall nicht etwa eine bewaffnete Bande, sondern zumeist
Jugendliche und junge Erwachsene. Kein Wunder, denn wie ich von Ordnungsmeister Sittel erfuhr, wird unter anderem mein Kind durch die unhaltbaren Zustände an meinem Wohnort traumatisiert oder wie ich es liebevoll nenne, Assis züchten. Leider reichen meine 5 Minuten Redezeit nicht, um zu berichten, wie geradezu kriminell das Ordnungsamt es findet, seinen Lebensunterhalt mit Flaschenbierverkauf zu bestreiten. Während in der Außengastro der Alkoholkonsum in der Alkoholkonsumverbotszone ausdrücklich erlaubt sein soll. Ich würde auch allzu gerne die unsittliche 30-seitige Begründung, die sich Polizei und Ordnungsamt für ihre Säuberungsfantasien schlecht zurechtgelegt haben, ausführlich besprechen. Die Zeit reicht nur, um die Lektüre zu empfehlen. Faszinierende Prosa voller fantastischer Dateninterpretation und Zeugnisse eines durch und durch lebensfeindlichen Weltbilds. Diese Verbote dienen keinerlei Problemlösung. Die Verlagerungseffekte sind bereits in der Begründung beschrieben. Bei öffentlichen Toiletten schweigt man ebenso achselzuckend wie bei der Frage nach dem Wo denn sonst. Und Kneipen, immerhin größter Lärmbeschwerdeauslöser, werden gar nicht berührt. Die Verbote sollen die Straße säubern. Sie richten sich gegen die Jungen, die Penner, die Freaks, die Anwohner, gegen die, die es auch ohne Stuhl bequem haben, die den öffentlichen Raum als den ihren ansehen und nicht zuletzt die, die sich ein Bier für 4 Euro nicht leisten können. Allein die Vorstellung, auf einer Straße zu sitzen, liegt natürlich weit außerhalb eines ebenso ordnungsliebenden wie armverachtenden Kleinbürgerweltbilds. Zwischen darf man das unter Angst vor allen Fremden. An euren Grenzen zu lecken, muss ich nur die Zunge rausstrecken. Schlagt sie tot, hat Kreisler einst gesungen, darauf ein Freibier. Abschließend noch mein Lieblingszitat aus der Verwaltungsvorlage. Sobald eine Konsumabsicht erkennbar ist, unterscheidet sich die von den konsumwilligen Personen ausgehende Gefahr nicht mehr von der, die von den bereits Trinkenden ausgeht. Sie verwirklicht sich nur zeitlich etwas später. Ich kann das vollständig bestätigen. Zum Beispiel neulich in der Ausschussberatung konnte ich klar erkennen, dass Ordnungsamtsleiter Lübs mich am liebsten umbringen würde, als ich sein krankes kleines Weltbild zurechtzurücken versuchte. Seitdem bin ich tot. Das verwirklicht sich nur zeitlich etwas später. Als nächste Fraktion sind die Freien Wähler an der Reihe, Herr Hannig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeister, werte Stadtratskollegen, ich gehe jetzt auch mal von der stillschweigenden Redezeitverlängerung auf 7 Minuten aus, nachdem Herr Zastrow und Herr Aschenbach das in Anspruch genommen haben, sodass ich Sie mit noch mehr Details erfreuen kann. Die beiden Anträge, die hier vorliegen, halten wir Freien Wähler nicht nur für nicht zielführend, sondern wir halten sie auch für falsch und auch für rechtswidrig. Ich will es erklären, zunächst bei dem ersten Antrag. Wir kennen es alle, soweit wir Kinder haben, was passiert, wenn wir unseren Kindern verbieten, am Handy zu spielen. Sie versuchen es heimlich zu machen. Und nun werden wir, wie wir hier im Stadtrat sitzen, zugeben müssen, dass die meisten Leute in der Neustadt, denen nicht verbieten wird, Alkohol zu trinken, genau das tun werden, was unsere Kinder beim Handy spielen und beim Fernsehen machen. Sie werden es heimlich tun. Und das ist ja auch keine schwierige Prognose, wenn ich mir Bilder angucke aus New York, die unter dem Bürgermeister Giuliani Alkoholverbot eingeführt haben. Und in allen Ami-Filmen sieht man das, wie die mit ihren Papptüten die Flaschen verstecken und so. Ja, das wird doch bei uns ganz genauso sein. Ich kenne sogar Anwaltskollegen, die ihren Alkohol in Kaffeethermosbehältern ins Gericht schmuggeln. Glauben Sie nicht? Ich bewundere das auch im Übrigen. Ja. Aber glauben Sie nicht, dass unsere Kiddies in der Neustadt in der Lage sein werden, ihren Wodka gegebenenfalls auch in eine Thermoskanne zu schütten oder in eine Wasserflasche? Oder dass man nicht in der Lage sein wird, ein Mixgetränk eben auch in eine Eisteeflasche zu tun? Das ist doch Quatsch. Nun kann man dagegen halten, nein, so clever ist unser Ordnungsamt wird das schon durchsetzen. Das wage ich aber zu bezweifeln und das muss man jetzt der Stadt auch vorhalten. Ich werde darauf gleich nochmal zurückkommen. In dem Rechtsstreit, der hier schon zitiert wurde, hat die Landeshauptstadt nämlich vorgetragen, sie sei nicht in der Lage, mit den Mitteln des Ordnungsamtes dort die Ordnung durchzusetzen. Das bezieht sich aber darauf, Ruhestörer dort zu entfernen. Wenn das schon nicht gehen soll, wie soll denn die Stadt dann anfangen, in die Plastikflaschen zu gucken, dran zu schnuppern, ob es Alkohol sein könnte? Oder, wie der Herr Aschenbach tatsächlich dankenswerterweise zitiert hat, ich habe diese lustige Stelle auch gefunden, zu sagen, der sieht mir so aus, als wollte er gleich trinken, gegen den gehe ich mal präventiv vor. Also das wird so nicht funktionieren.
wenn man dem überhaupt nahe treten wollte. Und insofern muss ich sagen, finde ich eine vernünftige Idee der FDP. Wenn man es dann machen wollte, dann muss man es zeitlich befristen und muss sich mal angucken, ob das Sinn hat. Weil vielleicht sind wir ja alle nur irgendwelche Boomer, die ja keine Ahnung haben. Und vielleicht klappt es ja doch mit dem Alkoholverbot. Das mag am Ende so sein. Also wenn man überhaupt dem Antrag der Verwaltung folgen darf oder dürfte, dann nur in der Form, die die FDP hier vorgeschlagen hat. Der zweite Antrag, der das Alkoholverkaufsverbot angeht, der ist sogar unzulässig. Also das kann überhaupt gar nicht sein. Wie wollte man auf den Gedanken kommen, in das von Artikel 14 geschützte Recht auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb so weit einzugreifen? Weil, das muss man sich mal klar machen, die Leute, die dort ein Späti aufmachen, und danke für die Erklärung, dass die haben doch eine Umsatz- und Gewinnprognose, die basiert doch genau darauf, dass ich abends nach Ladenschluss Alkohol und Getränke verkaufen darf. Und denen das plötzlich zu untersagen, ja, das kann man doch nicht machen. Man räumt damit sozusagen Leuten, die eine Gewerbeerlaubnis haben, die im Übrigen ja auch Steuern an die Stadt zahlen, ihr Gewerbe aus. Die können zumachen, obwohl sie vielleicht Kredite aufgenommen haben, obwohl sie davon ihren Lebensunterhalt bestreiten. Schon alleine das geht nicht. Und es lässt sich auch nicht begründen, warum Gaststätten im Außensitz, im Freisitz Alkohol anbieten dürften, aber der Späti nebenan nicht. Und wieso den Gaststätten verboten sein soll, Alkohol zwar auf den Tisch zu stellen, aber dann noch zu kontrollieren, dass der nicht außer Haus mitgenommen wird auf den Nachbartisch. Also wer einmal auf der Luisenstraße war, der weiß, dass er völliger Schwachsinn ist. Natürlich sitzt man dort nicht nur auf den Stühlen, sondern auch auf Fensterbänken und so weiter. Es wird niemals kontrollierbar sein. Es ist eine unsinnige Geschichte, was die Kontrollierbarkeit angeht. Es macht keinen Sinn, es ist rechtlich nicht in Ordnung, man verlagert die Probleme. Ich will das nicht wiederholen, hat Herr Zastrow schön vorgetragen, gefällt mir. Also ich sehe das Beispiel Kiesgrube Leuben. Ja. Das ist eine Ecke, dort könnte mal Krach sein, ja, wenn man es dürfte, Frau Umweltbürgermeisterin, ja, im Sommer. Aber gut, okay, das ist, Sie haben in vielen Recht gehabt, Herr Zastrow, finde ich gut. Ich will aber abschließend ein was sagen. Die Ablehnung für diesen Antrag zeichnet sich ja ab. Wir bringen aber, ich persönlich finde das gut, weil ich nämlich doch durch und durch ein Law-and-Order-Typ bin, wir bringen die Stadtverwaltung natürlich in ernsthafte Schwierigkeiten. Die haben nämlich per Gerichtsurteil was zu tun. Die sind verurteilt worden, was zu tun, und sie müssen was tun. Und das Gericht hat geschrieben, die Kammer kann nicht feststellen, dass die Antragsgegnerin, die Stadt, von vornherein nicht in der Lage wäre, gegen nächtliche Ruhestörungen auf der Kreuzung einzuschreiten. Denn die Antragsgegnerin hat selbst die polizeiliche Aufgabe, ihre Polizeiverordnung durchzusetzen. Die Einräumung von Vollzugsdefiziten durch die Antragsgegnerin und ihre Aussage, ein personeller Mangel an gemeindlichen Vollzugsbeamten würde es ihr erschweren, die von ihr selbst aufgestellten Regelungen durchzusetzen, verfängt in diesem Zusammenhang nicht. Gleiches gilt für das Argument, der Einsatz von Kräften des Polizeivollzugsdienstes sei nicht geboten. Was bedeutet das für uns? Die Stadt muss handeln. Ein Alkoholverbot, sagen Sie alle, ist sinnlos. Ja, stimme ich Ihnen zu. Ein Verkaufsverbot ist sogar rechtswidrig. Trotzdem muss die Stadt handeln. Wir werden also dort die Polizei sehen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das ist auch korrekt. Nur so, indem ich die rechtsstaatlichen Prinzipien durchsetze, werde ich des Problems Herr. Und wenn die Polizei und das Ordnungsamt das einmal geschafft haben und dort eine gewisse Disziplin reingebracht haben, dann wird sich das auch entspannen. Ich komme natürlich zum Schluss. Also ich wollte das nur noch mal klar machen. Es ist richtig, hier dagegen zu stimmen, aber da die Stadt handeln muss, werden wir möglicherweise dann prügelnde Polizeibeamte in der Neustadt sehen. Insofern ein dankenswerter Vorschlag seitens der Stadt, die uns diese Bilder ersparen wollte. Der Stadtrat hat es nur nicht gemerkt. Als nächster und damit zum Abschluss der Fraktionsrunde die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, vielleicht sollte ich mal als erstes zitieren, und ich mache das auch, was denn der Regelungsgegenstand ist. Zwei Tage von Freitag, die Nacht von Freitag auf Sonnabend und die Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Das sind die einzigen beiden Regelungsgegenstände, um die es hier geht. Und dort, in diesen beiden Tagen, soll nach der einen Verordnung ab 22 Uhr von den Spätis der Alkohol nicht mehr verkauft werden. Und das soll um 6 Uhr enden. Meine Damen und Herren, zur Wirksamkeit dieser Frage kann man sich erinnern. Sind alle so alt, dass Sie das noch wissen können? So weit ist es nämlich nicht her. Von 2007 bis zum 01.06.2016 galt exakt diese Verordnung. Mit einer kleinen Ausnahme. In der alten Verordnung, die Rot-Rot-Grün damals aufgehoben hat, zusammen mit der FDP,
aufgehoben hat, da war das, der Alkoholverkauf schon wieder ab 5 Uhr möglich in der Früh. In der jetzigen Verordnung erst ab 6 Uhr. Und meine Damen und Herren, hatten wir die Probleme, um die es hier geht, während dieser 9 Jahre, die diese Verordnung gegolten hat? Nein, es war ein effektives Mittel und es ist kein einziger Späti davon zugrunde gegangen, überhaupt nicht, gar nicht, ich weiß nicht, ist er jetzt nicht da? Das ist Unsinn, was Sie erzählen. Diese Verordnung hat funktioniert und man meinte, sie aufheben zu können, weil dann sich weiter gar nichts ergeben würde. Das Ergebnis, meine Damen und Herren, ist das glatte Gegenteil und deswegen reden wir hier. Es ist, und da muss ich ausnahmsweise Herrn Zastrow widersprechen, es ist ein effektives, ein wirksames und es ist auch ein verhältnismäßiges Mittel. Weil es gerade nicht darum gehen kann, so wie Herr Hannig das meinte, wir sehen jetzt die Polizei, sei es den, den gemeindlichen Vollzugsdienst, also unsere Ortspolizei, oder die Landespolizei, die sich darum kümmern muss, meine Damen und Herren. Worum geht es denn hier? Es geht darum, dass in den Zeiten, um die es hier geht, eigentlich der ganz normale Anstand eines jeden, sich in den Nachtzeiten ruhig zu verhalten, einfach nicht funktioniert. Und das ist der eigentliche Skandal. Dass es nicht möglich ist, dass diejenigen, die sich feiern, auf andere Rücksicht nehmen, nämlich die Bewohner, die um ihre Nachtruhe gebracht werden. Das ist der Kern des Ganzen. Und dafür sollten sich diejenigen, die das machen, eigentlich schämen. Und wir müssten, wenn sich alle benehmen könnten, dann bräuchten wir das überhaupt nicht. Die allgemeine Rücksichtnahme würde es schon gebieten, dass man so etwas nicht macht. Und dann ist auch völlig klar, und da brauche ich nur an die Nachtschlichter zu denken, wo ist denn die Ursache? Die Nachtschlichter haben gesagt, solange die Leute nicht alkoholisiert sind, klar, da können wir sie darauf hinweisen, da funktioniert das. Aber dann, wenn der Alkoholpegel ein gewisses Maß überschritten hat, erreichen wir sie nicht. Ja, es sehe ich doch auf der Hand, wo die Ursachen sind und man soll die Ursachen beseitigen, meine Damen und Herren. Deswegen finden wir die Vorlagen, so wie sie vorgelegt sind, genau den Kern treffend, genau das, was wir brauchen. Das hat so in der Ausschussberatung keinen Niederschlag gefunden. Wir wollen aber, dass sich, und weil es sich etwas ändern muss, werden wir auch der Vorlage, so wie sie jetzt zusammengestutzt ist, will ich mal sagen, zustimmen, weil wir nicht wollen, dass sich gar nichts tut. Also werden wir, was den Alkoholverkaufsverbot so angeht, dem zustimmen, so wie es der Ausschuss beschlossen hat. Aber wir brauchen auch, das ist unsere feste Überzeugung, die Möglichkeit, in dem ganz eng begrenzten Bereich des Kreuzungsbereiches der schiefen Ecke, dort brauchen wir tatsächlich auch diese Möglichkeiten, weil, und da braucht man sich nur an die Nachtschicht, ich wiederhole es nochmal zu warnen, es ist dann in den Stunden ab 22 Uhr, wenn dann noch Alkohol konsumiert wird und jeder von Ihnen weiß das, ich glaube, jeder hatte mal Alkohol getrunken, wenn ich das trinke, die Wirkung setzt immer etwas später ein. Also wird die Wirkung dann, wenn ich bis 24 Uhr das noch trinken darf, ja, dann ist die entsprechende Wirkung einfach auch deutlich später. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einmal kurz, einen Augenblick darf ich hier vielleicht der Oberbürgermeister wie die anderen auch überziehen. Wir reden in allen anderen Bereichen, irgendwo, da ist wenigstens dann die FDP konsequent. Aber wenn ich Rot-Rot-Grün sehe, wir haben in die Holperpisten aus Lärmschutzgründen Tempo 30. Wir haben Flüsterasphalt, den wir dann, wenn wir dann mal Straßen sanieren, doch mal aufdrücken. Alles lärmlich. Wir haben Lärmschutzwände bei den Hauptverkehrsstraßen, also Autobahnen. Wir haben sie insbesondere auch im Zugverkehr. Wir haben Flugverbot an den Flughafen. Warum? Weil die Anwohner, die von dem ausgehenden Lärm betroffen werden, geschützt werden müssen in ihrer Gesundheit. Lärm macht krank, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir was tun, deswegen werden wir hier auch verurteilt werden, deswegen bin ich mir sicher. Und es ist doch eins klar, wenn das Oberverwaltungsgericht gemeint hätte, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei falsch, dann hätte sie die kassiert. Das Oberverwaltungsgericht weiß, das haben wir alle erfahren, wartet ab, was wir machen.
Das braucht es, aber diese Verhaltensweise gibt nur dann einen Sinn. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ein Satz noch, Herr Oberbürgermeister. Diese Verhaltensweise des Oberverwaltungsgerichts macht nur einen Sinn, wenn es im Grunde die Entscheidung des Verwaltungsgerichts für richtig hält und abwartet, ob wir dem abhelfen, meine Damen und Herren. Also lassen Sie uns vernünftig sein, lassen Sie uns den Schutz, den Lärmschutz, den krankmachenden Lärmschutz in die oberste Stelle setzen und dann ist das, was hier passiert, eine vernünftige Regelung. Dem Änderungsantrag der FDP folgen wir, weil wir wollen, dass wenigstens etwas gemacht wird und dann schauen wir mal, was hier eine Mehrheit geben kann. Dankeschön. So, jetzt frage ich noch mal hinein. Frau Weiß ist da. Dann wird man jetzt das Rederecht einbauen. Und im Anschluss, bevor wir dann in die weiteren Redner kommen, wird noch mal der Kollege Sittel für die Verwaltung einige erläuternde Punkte zur Verordnung sagen. Und dann gehen wir in die weiteren Wortmeldungen. Bitte schön, Frau Weiß. Guten Abend. Mein Name ist Madeleine Weiß und ich wohne an der Ecke Luisenstraße, Görlitzer Rothenburger. Ich bin heute hier, weil ich endlich für mich selbst sprechen möchte. Ständig wird über mich und meine vermeintlichen Ansichten geredet, anstatt direkt mit mir als Anwohnerin zu sprechen. Um direkt zum Punkt zu kommen, ich bin gegen jede Art von Alkoholverbot in der Neustadt. Diese Haltung entspringt nicht aus einem verklärten Blick. Mir ist die Problemlage wie kaum jemandem hier klar. Ich bin jeden Tag damit konfrontiert. Menschen erklären meine Nachbarschaft zu ihrer Partyzone und vergessen dabei völlig, dass die Neustadt in allererster Linie ein Wohngebiet ist. Ich wohne gerne in der Neustadt und ich möchte diese Menschen überhaupt nicht loswerden. Ich wünsche mir nur mehr Rücksichtnahme und einen respektvolleren Umgang. Um zu verdeutlichen, was ich meine, würde ich gerne eine nicht ganz untypische Woche aus dem Leben an der Ecke schildern. Montagnacht wache ich so um 3 Uhr auf. Jemand schreit auf der Straße rum. Eine Stunde später schreit es immer noch. Soll ich das Ordnungsamt rufen? Bringt eh nichts. Am Dienstagmorgen will ich die Biotonne reinholen. Jemand hat einen Pizzakarton reingeschmissen. Sie wurde nicht geleert und wird uns den Rest der Woche voll stinken. Mittwochnacht sitzt eine Gruppe vor meinem Fenster. Aus deren voll aufgedrehten Box schallt Schlager. Soll ich runtergehen und was sagen? Aus dem Fenster sehe ich, die Stimmung ist schon ziemlich aggressiv. Also lieber nicht. Donnerstag wird im Hinterhof schon wieder ein Reifen geflickt. Jemand ist durch die vielen Glasscherben gefahren. Freitagmorgen hole ich die Zeitung aus dem Briefkasten. Obendrauf steht ein halb ausgetrunkener Cocktail und im Briefkasten ist Müll. Abends werde ich trotzdem mein Bier im Späti holen und meinen Feierabend in der Sonne genießen. Samstagmittag bin ich verabredet. Es ist warm. Mit Hotpants brauche ich Wechselkleidung. So kann ich nachts nicht alleine zurückkommen. Alle Frauen erleben Catcalling und Belästigung. Aber bei mir weiß man gleich, wo ich wohne. Sonntagmorgen will ich Brötchen holen gehen. Im Hausflur ist eine Pfütze. Jemand hat an die Tür gepinkelt und es ist ins Haus gelaufen. Schön den Morgen mit Urin aufwischen zu beginnen. Dann ein Hindernislauf durch Erbrochenes, Müll und Betrunkene. Sicher, es ist nicht jede Woche so schlimm. Aber es gibt diese Wochen und leider nicht so selten. Daraus erschließt sich auch, warum der heute zu diskutierende Vorschlag die Probleme nicht löst. Er wird mich in meiner Lebensführung einschränken und unter der Woche ist es immer noch laut und da muss ich morgens auf Arbeit. Und wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind solche Orte wie Wanderdünen und verlagern sich einfach nur. Wer sich ein Bier für 4 € im Club oder in der Kneipe leisten kann, ist immer noch gerne gesehen. Das diskriminiert arme Menschen und die aggressiven Betrunkenen, die mich sexistisch anpöbeln, sind dann immer noch nachts auf der Straße unterwegs. Ich verstehe die Nachbarinnen und Nachbarn, die für dieses Verbot sind. Viele wissen sich einfach nicht mehr zu helfen.
Kaum jemand stört sich daran, wenn Menschen gemütlich an der Ecke sitzen, Bier trinken und quatschen. Doch viele benehmen sich wie die Axt im Wald. Mit diesem Verbot auf dem Tisch stellt sich nun die Frage, wenn man nicht mehr in der Neustadt feiern darf, wo sollen dann alle hin? Die Stadt wird zugebaut und immer mehr Feierorte fallen weg. Es muss eben auch unkommerzielle Feierkultur gefördert werden. Dafür bräuchte es neben dem politischen Willen dazu auch verlässliche wissenschaftliche Daten. Solche Studien müssen aber auch finanziert werden. Das habe ich schon letztes Jahr mit dem Bezirksamt besprochen. Auch vom Stadtbezirksbeirat gab es bessere Vorschläge als dieses Alkoholverbot. Gemeinsam mit anderen Anwohnern habe ich nach Lösungen gesucht. Wir hatten Ideen wie ein Cup-System gegen die Glasscherben, mehr und größere Mülleimer, ein Nachtfahrverbot auf der Luisenstraße und die Beleuchtung des Alaunparks. Außerdem hatten wir Kontakt mit dem Awareness-Team in Wien, wo die Stadt nach komplexen Lösungen für ein komplexes Problem sucht. Das Alkoholverbot wirkt auf mich wie ein unüberlegter Schnellschuss, um große Versäumnisse aus der Vergangenheit wettzumachen. Die Problematik spitzt sich seit Jahren zu und seit Jahren wird gefordert, ein Konzept nicht nur für die Neustadt, sondern für ganz Dresden zu entwickeln. Ich bitte Sie daher, von undurchdachtem Aktionismus abzusehen und sich stattdessen intensiv mit Feierkultur als relevanter Teil der Kulturlandschaft in Dresden zu beschäftigen. Kommen Sie dann bitte auch zum Schluss. Ja, ich habe nur noch einen Satz. Es braucht eine Debatte, in der die unterschiedlichen Perspektiven von Betroffenen und AkteurInnen gehört werden, bevor es zu weitreichenden Entscheidungen kommt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass meine Sicht als Anwohnerin Ihnen bei der bevorstehenden Entscheidung hilft. Dankeschön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um einzelne Impulse, insbesondere sachlicher Art, in die Debatte einzubringen. Es ist natürlich ganz klar, dass man zu verschiedensten Themen unterschiedlicher Meinung sein kann. Das betrifft die Frage, lieber Herr Aschenbach, wann man im Stadtrat angemessen gekleidet erscheint. Da ist Ihre Meinung wahrscheinlich anders als meine. Aber das ist eine Meinung, die ich nicht verbiete. Und solange Sie gegen kein Gesetz verstoßen, verstoßen Sie gegen die Meinung anderer, aber Sie machen nichts Verbotenes. Man kann auch der Meinung sein, die Neustadt ist dazu da, damit die Menschen, die feiern sollen, sich dort sammeln, damit sie woanders nicht stören. Halte ich ein wenig rücksichtslos gegenüber der Neustadt, aber hört man gelegentlich. Man kann auch der Meinung sein, wen es in der Neustadt nicht gefällt, der kann wegziehen. Machen viele. Viele, wenn sie älter werden, nachdem die wilde Zeit vorbei ist, ziehen sie weg. Ist aber definitiv keine Grundlage für eine Stadtpolitik, indem man sagt, wir verdrängen Einwohner, die, egal ob als Mieter oder als Eigentümer, ein legitimes Recht haben, dort zu wohnen, wo sie wollen. Und jetzt kommen wir ein wenig zu den Dingen, wo ich etwas differenzieren möchte zwischen der allgemeinen Debatte und dem konkreten Problem, wo es geht. Ich habe überhaupt keine Einwände dagegen, wenn man, sagen wir mal, ein Feier- oder ein Jugendkonzept für ganz Dresden entwickelt. Das ist eine große kulturelle Herausforderung, wo man das Thema Freiraumgestaltung und Angebote auch für sozial schwächere Einkommensgruppen lösen kann. Gibt es keine Einwände. Es wird ja in weiten Teilen, und der Stadtbezirk Neusbach, der Stadtbezirksbeirat, ist ja relativ weit in der Debatte auch diskutiert. Ich will diese Debatte nicht einschränken. Sie ist sinnvoll, sie führt in vielen Teilen auch in eine Richtung. Ein sehr guter Punkt ist die Thematik der Nachtschlichter, mit Mitteln des Stadtbezirksbeirats gefördert, ergänzt durch erhebliche Fördermittel des Landespräventionsrates. Ja, bevor man ordnungsrechtlich einschreitet, kann man mit den Leuten in eine Kommunikation eintreten. Das ist alles soweit in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist, wenn wir bestimmte Dinge ausblenden. Der eine Punkt hat damit zu tun, dass ich bereits vor einem guten Jahr die Thematik Alkoholverbot in die öffentliche Debatte gebracht habe, mit dem Hinweis, wenn uns nicht bald andere Maßnahmen einfallen, ob jetzt stadtentwicklungsmäßige, allgemeine, umweltrechtliche oder kulturelle, wird die Frage der Durchsetzung des Ordnungsrechts eine größere Bedeutung bekommen. Und ganz konkret haben wir
hier heute nicht vorrangig die Aufgabe zu lösen, dieses Konzept, um das man dringt, zu beschließen, sondern den konkret betroffenen Anwohnern zu helfen. Konkret betroffene Anwohner, die unter anderem dieses Vertrauen, es wird schon eine andere Lösung geben, nicht mehr hatten und, lieber Herr Hanek, Anwälte beauftragt haben, ihre Interessen durchzusetzen. Das ist sehr legitim. Sie unterliegen nur dem Irrtum, Herr Hanek, dass nicht die Stadtverwaltung verklagt worden ist und gegebenenfalls verurteilt worden ist, sondern die Landeshauptstadt Dresden. Und die Landeshauptstadt Dresden besteht aus zwei Organen. Dem Oberbürgermeister, dem die Stadtverwaltung nachgeordnet ist, und dem Stadtrat. Das heißt also, was das Oberverwaltungsgericht entscheiden wird, hat Bindungswirkung für die Landeshauptstadt Dresden insgesamt. Und das Oberverwaltungsgericht Dresden, also Sachsen, beschäftigt sich nicht mit der Frage, wie wir ein Konzept insgesamt machen, sondern ob ganz konkret die Rechtsposition der klagenden Anwohnerinnen und Anwohner betroffen sind. Und das machen sie insbesondere an dem Thema Lärm fest. Und das ist ein Thema, das durch entsprechende Messungen auch objektiviert worden ist. Und jetzt kommt die spannende Frage, welches ist die konkrete Antwort, die die Landeshauptstadt Dresden geben kann, außer eine sehr wahrscheinliche und nach meiner Überzeugung eine klare Ursache anzugehen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema des Alkohols. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass ich kein Befürworter allgemeiner Prohibitionen bin. Es ist auch bekannt, dass ich von wirtschaftlichen Freiheiten, von den Erwerbsinteressen der Gewerbetreibenden sehr viel halte und sehr viel von der Freiheit des Individuums. Und wie gesagt, all dies ist eingeschränkt mit den Gesundheitsinteressen der Menschen, die dort sind. Und wenn man diese Kontrollfrage, die ich gelegentlich stelle, zulässt, was passiert, wenn die Menschen, die dort feiern, statt alkoholischer Getränke einfach nur Eistee trinken oder Mineralwasser oder irgendetwas anderes? Wäre dann die Situation die gleiche? Möglicherweise wäre die Fahrerleitung nicht da, aber ich glaube, den Zusammenhang zwischen Geräuschentwicklung und Alkoholkonsum zu bestreiten, das wird man nicht unbedingt können. Das heißt, es gibt dort einen Zusammenhang. Und das ist auch das Dilemma, dass wir natürlich aufgrund der Rechtslage und der sich abzeichnenden Rechtsprechung uns zunächst mit diesem konkreten Problem an der Stelle beschäftigen müssen. Die Botschaft kann nicht sein, wir kümmern uns nicht drum. Ich würde vom sachlichen Teil noch einen kurzen Einschub machen, weil vorhin das Thema der Dienstzeiten des Ordnungsamts angesprochen ist. Also das Ordnungsamt, die besondere Einsatzgruppe, ist von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag bis 3 Uhr, teilweise bis 4 Uhr regelmäßig im Dienst. Auch die Funkzentrale des Ordnungsamts hat die Dienstzeit darauf abgestellt. Wenn dann das Ordnungsamt dann außer Dienst geht, ist das Ganze an die Polizei übergeleitet. Das heißt, das Ordnungsamt macht nicht irgendwann 20 Uhr oder 22 oder 0 Uhr Feierabend, sondern wir haben die Dienstzeiten darauf abgestellt. Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir im Schnitt 28 Bedienstete in der besonderen Einsatzgruppe haben. Wenn die auf 2 Schichten eingeteilt sind, sind das 14 Menschen. Nehmen wir selbst mal die 28. Wenn man die 28 jetzt komplett die ganze Saison in der Neustadt zum Einsatz bringen würde, hätten die dort einen noch höheren Einsatzwert als bisher. Aber Dresden ist flächenmäßig die viertgrößte Stadt Deutschlands. Und wir haben eben eine ganze Menge andere Bereiche, wo das Ordnungsamt auch vor Ort sein muss. Jetzt kann man den Begriff Ordnungsamt teilweise ergänzen, / Polizeivollzugsdienst. Aber auch der Polizeivollzugsdienst kann nicht eine Stelle darauf konzentrieren. Es ist also etwas, die Hinweise, die ich aus anderen Stadtbezirken und auch aus den Ortschaften, wo wir kaum noch präsent sein können, heißt auch, ihr möchtet euch bei uns bitte schön auch mal sehen lassen. Ich will nur daran erinnern, dass eben immer nur mehr die Präsenz allein zu erhöhen nicht die Lösung ist. Insofern würde ich Sie sehr dringlich darum bitten, nochmal hinsichtlich Ihrer Beschlussfassung darüber nachzudenken, diese Vorlagen in der Ursprungsfassung, auch mit den Ursprungszeiten, zu beschließen. Und ganz klar ist, sobald sich A, die Situation insgesamt bessert, beziehungsweise andere gleich gute Maßnahmen ergriffen werden können, dann wird man diese Verordnung wieder aufheben können. Ich will nur recht deutlich, und das ist auch angeklungen in der Debatte, und damit komme ich zum Schluss nochmal auf das Oberverwaltungsgericht zukommen. Insofern bin ich froh, dass wir die Vorlagen heute nicht vertagt haben, weil das hätte dem Oberverwaltungsgericht ganz klar den Hinweis gegeben, die wollen gar nicht, also ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts relativ sicher.
Und ich möchte einerseits dem rechtlichen Unterliegen dort entgehen, andererseits auch im Interesse der Anwohner sagen, wir haben eine konkrete Verdichtung einer Sichtweise, wo wir das antun wollen. Und all diese Themen, die genannt worden sind, würde ich als kumulative Maßnahme einsetzen und die dazu führen können, dass wir baldmöglich diese ordnungsrechtliche Maßnahme wieder aufheben können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Maßnahme aber geeignet und erforderlich und auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, damit gehen wir in die weitere Debatte. Es hatte sich Herr Schulz gemeldet gehabt als Erster bei mir und dann Herr Madries. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Ich glaube, wir werden heute noch mal einen historischen Moment erleben. Die FDP wird zum Alkoholverbot zustimmen, auch in Person dann mit der Vorlage des Oberbürgermeisters und entwickelt sich heute plötzlich zur Verbotspartei. Wer hätte das gedacht? Vorab, ich werde dieser Polizeiverordnung und auch den Änderungsanträgen auch als Neustädter an der Stelle nicht zustimmen, auch in der Verbotszone nicht. Und möchte das auch gerne nochmal jetzt hier an dieser Stelle auch entsprechend begründen. Die Situation am Assi-Eck in der Dresdner Neustadt ist sehr komplex, das wurde hier auch alles geschildert. Und nicht mit einfachen Verboten, wie aktuell vorgeschlagen wird, zu lösen sein. Das hat sich herausgestellt. Hauptprobleme dann, das hat auch die Anwohnerin nochmal sehr, sehr deutlich, vielen Dank auch für den Bericht, Frau Weiß, dargestellt dann, sind auf der einen Seite dann diese enormen Ballungen, die in den letzten zwei Jahren durch die Schließungen sich letzten Endes gezeigt haben. Die damit verbundenen Blockierungen dann, der Straßenbahngleise, der erhöhte Lärmpegel aufgrund der Menschenmenge, das Fehlen an Toiletten und Mülleimern und das damit verbundene Wildpinkeln in Hauseingängen und Vermüllen des öffentlichen Raumes. Dass diese beschriebene Situation mit ihren vielen Facetten jetzt, so wie auch jetzt vom Bürgermeister nochmal beschrieben, durch die vorgelegte Polizeiverordnung zu lösen sein soll, wird eine Wunschvorstellung bleiben. Um zu einer so komplexen Situation sachgerecht zu begegnen, braucht es zwingend, das wurde auch schon gesagt, in der wissenschaftlichen Begleitung, die bereits vor Beginn restriktiver Maßnahmen eine repräsentative und auch eine gesicherte Datenlage erhebt, um eine Baseline-Studie zu bekommen, daraus entsprechende Maßnahmen noch entwickeln zu können und sich dann wiederum in einer Evaluation entsprechend auf ihre Wirksamkeit messen zu lassen. Bisher fehlt diese repräsentative Erhebung. Die Vorlage lässt da, sage ich mal, sehr, sehr wenig zu dann und auch die Datenlage ist da auch sehr, sehr dünne. Welche Motive bestehen insgesamt, sich genau in dieser Kreuzung zu treffen, ob man Alternativen schaffen kann, um diese Ballungen zu entzerren, welche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten unter Alkoholeinfluss begangen wurden, auch das lässt uns diese Vorlage sozusagen komplett offen, etc. pp. Anzumerken ist, dass in der Einwohnerversammlung diese unzureichende Datenlage und Erfassung von Verstößen und Straftaten vorgetragen wurde und mit die vorgelegte Polizeiverordnung und ihre erheblichen Eingriffe mit Verbotszonen und Abgabeverboten zu begründen. Die Situation besteht seit 2020, also es wäre sozusagen auch schon viel, viel länger Zeit gewesen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bis hin dann auch dann, dass diese wissenschaftliche Erhebung der Daten schon hätte stattfinden können. Welche Wirksamkeit haben Verbote und Verbotszonen entfaltet und zeigt uns das Beispiel dann an einer Waffenverbotszone in Leipzig. Da hat uns auch dann so entsprechend fast dann, wie das auch gerade Herr Sittel gemacht hat, der damalige Innenminister gepriesen, dass das sozusagen die Lösung aller Mittel ist oder das Mittel aller Lösungen. Diese wurde im November 2019 damals dann per Polizeiverordnung eingerichtet, wurde aber bereits im März 2021 vom Oberverwaltungsgericht für unwirksam festgestellt. Zwar geht es da um eine Videoüberwachung, aber einiges lässt sich durchaus aus meiner Sicht auch übertragen, unter anderem zu den Verdrängungseffekten und der Notwendigkeit der wissenschaftlichen Begleitung, die bereits vor Einführung der Maßnahmen gestartet werden sollten. Aktuell erleben wir auch eine sehr entspannte Situation am Assi-Eck, seitdem die Biergärten, Kneipen und Clubs wieder geöffnet sind. Bei einem Beschluss der vorliegenden Polizeiverordnung könnten falsche Rückschlüsse gezogen werden, so zum Beispiel, dass man einen Rückgang der Ansammlung am Assi-Eck den Verboten und genau dieser Verbotszone zuschreiben würde. Zudem ist sicher auch die Evaluation der Waffenverbotszone in Leipzig nochmal interessant, das zu studieren. Bei dieser Evaluation zeigt sich, dass die Waffenverbotszone als zusätzliches Instrument zur Senkung, vor allem bei bewaffneten und in der Öffentlichkeit begangenen Angriffen beigetragen hat.
Auf das übrige Kriminalitätsgeschehen hat sie allerdings hingegen kaum positive Auswirkungen. Zwar kann man da auch wieder kritisieren, aber eine der interessantesten Erkenntnisse war, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sich eher mehr Präsenz der Polizei und Ordnungskräfte gewünscht hätten als diese Zone. Unter anderem wurde auch im Rahmen der Zone auch eine temporäre Polizeiwache eingerichtet, was sehr begrüßt worden wäre. Meine Schlussfolgerung daraus wäre, dass man bei solchen Verbotszoneneinrichtungen vor allem erstmal alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen sollte. Dazu zählen aus meiner Sicht die Streitschlichter, sind genannt worden, aber auch konsequentes Einstreiten bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Das wird im Moment, sage ich mal, sehr, sehr selten und auch nicht wirklich ausreichend gemacht, wie zum Beispiel Ruhestörung, Gefährdung des Straßenverkehrs etc. Also das könnte sozusagen jetzt schon gemacht werden, ohne diese Verbote. Zudem muss man auch, und das sollte beschlossen werden, das Alkoholverbot das Alkoholverbot ja letzten Endes auch durchgesetzt werden. Da könnte man auch vorher erstmal versuchen, bereits bestehende Rechtslagen konsequenter durchzusetzen. Es gibt, das ist ja auch beschrieben worden, das hohe Bedürfnis, ich komme zum Ende, Nachtlebens und der Nachtkultur. Ein erster Schritt wäre die Rückgewinnung des öffentlichen Raumes, zum Beispiel durch die vor Ort ansässigen Gastronomen, die Sicherstellung eines ungestörten Gastrobetriebes und kultureller Veranstaltungen, so wie wir das noch vor 4-5 Jahren an dieser Ecke auch erlebt haben. Die Stadt Wien und auch die Stadt Leipzig haben, und da kommen wir heute auch hoffentlich noch dazu, mit ihren Nachtbürgermeisterinnen auf solche Bedürfnisse reagiert und suchen nach entsprechenden Möglichkeiten und Orten, an denen Nachtleben und Nachtkultur stattfinden kann, ohne dabei zu stören. Mit den entsprechenden Awareness-Teams und Konzepten begegnet man dort mit einem milderen Ansatz und ohne Verbote und Willkür Probleme zu lösen. Erreichen würden wir mit dem heutigen Beschluss der Polizeiverordnung wirklich eine Verbesserung für die Anwohnerinnen am Assi-Eck oder erfüllen wir nur einem Gerichtsbeschluss, bei dem uns droht, dass dieser bald wieder für unwirksam durch ein Verwaltungsgericht erklärt wird? Fragezeichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Herr Triebs und dann Herr Lommel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch ein paar Gedanken zu den Punkten, die jetzt hier in der Debatte gekommen sind. Als erstes Mal möchte ich noch mal ganz herzlichen Dank für die Rede von Frau Weiß sagen, die sehr eindrücklich war und die Perspektive auch der Anwohnerinnen und Anwohner noch mal sehr deutlich gemacht hat und eben auch gezeigt hat, dass man trotz der Situation nicht unbedingt der Meinung ist, dass das allerschärfste Schwert in Form von Polizeiverordnungen gezogen werden muss. Spannend fand ich nochmal den Gedanken von Herrn Sittel. Natürlich braucht es auch aus unserer Perspektive ein Gesamtkonzept für die gesamte Stadt und nicht nur für die Neustadt in dieser Frage. Ich finde halt nur, wir hatten eigentlich ewig lange Zeit, um uns darum zu kümmern. Also Herr Schulze hat gerade gesagt, seit 2020, ich würde sagen seit 2006, 2007, als wir das erste Mal über die Polizeiverordnung geredet haben, die das Alkoholverkaufsverbot in der äußeren Neustadt festgesetzt hat und als wir über die ganzen Fragen rings um den Scheunevorplatz diskutiert haben, da haben wir dieselbe Debatte, die wir jetzt führen, schon mal gehabt und trotzdem ist in diesen 15 Jahren, die seitdem vergangen sind, eben nichts passiert in Richtung Gesamtkonzept und ich frage mich, warum eine Stadtverwaltung sich da nicht auch selber auf den Weg macht, wenn man das Problem erkannt hat und stattdessen eben kurz vor knapp und wenn die Verurteilung vor Gericht droht, dann wieder mit dem Mittel der Polizeiverordnungen ankommt. Das erschließt sich mir tatsächlich nicht. Ich teile auch die Einschätzung nicht, dass eine Vertagung heute bedeutet hätte, dass dieser Stadtrat nichts entscheiden will, beziehungsweise dem Gericht signalisiert hätte, wir wollen die Polizeiverordnungen nicht. Ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung ist, nur die Polizeiverordnungen sind des Rätsels Lösung und nur die können uns vor einer Verurteilung bewahren. Ich bin sehr überzeugt davon, dass es eben durchaus auch mildere und andere Mittel gibt, um diesem ganzen Thema gerecht zu werden. Und vielleicht eine Fußnote mit Blick auf eine Debatte, die wir heute auch noch führen, finde ich sehr spannend, wenn es darum geht, ein Verbot recht zu rechtfertigen, wie das Konsumverbot und das Verkaufsverbot, sind Lärmmessungen bei Anwohnerinnen und Anwohnern möglich. Wenn es darum geht, ein Verbot zu verhindern, nämlich das Verstärkerverbot bei der Straßenmusik, sind Lärmmessungen bei Anwohnerinnen und Anwohnern gerade nicht möglich durch das Ordnungsamt. Finde ich auch einen spannenden Fakt. Herr Zastrow hat uns vorgeworfen, mit einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch eine autofreie Luisenstraße das Problem zu verschärfen. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil es macht doch einen Unterschied,
ob 500 Leute auf dieser Kreuzung sitzen oder ob alle 30 Meter 8 Leute sitzen und sich in der Gruppe unterhalten, weil dort eben nicht die Blechlawine rumsteht und den Platz wegnimmt. Und es ist doch am Ende, eigentlich sind doch auch die Gastronominnen und Gastronomen ihre Freunde und die in der Neustadt werden doch wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch Ihnen sagen, dass es natürlich schön wäre, wenn es eine ordentliche Außenbestuhlung geben könnte, die im Moment aufgrund von schmalen Fußwegen und parkenden Autos einfach nicht möglich ist. Und es würde natürlich dazu beitragen, dass wir in der Neustadt einfach ein bisschen mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität kriegen, aber eben nicht an einem zentralen Punkt, wo sich alle treffen und dann alle laut sind, sondern auf eine viel größere Fläche verteilt dieselbe Anzahl von Menschen. Deswegen glaube ich durchaus, dass dieses Konzept funktioniert. Und noch ein letzter Satz zu Herrn Dr. Brauns. Sie haben gesagt, wir sind beim Lärmschutz nicht konsequent, dass wir diese Polizeiverordnung in der Originalfassung ablehnen und bei dem Verkaufsverbot die Variante mitgehen, die der Stadtbezirksbeirat Neustadt beschlossen hat, die sich ja auch in der AV-Beschlussempfehlung niederschlägt, zeigt ja, dass wir durchaus dabei sind, was zu tun ist. Es heißt doch nicht, dass man unbedingt das schärfste Schwert nehmen muss und dass man unbedingt die weitreichendste Polizeiverordnung unterstützen muss und nur dann bewiesen hat, dass man was für die Anwohnerinnen und Anwohner machen will. Das ist doch völlig übertrieben und es geht doch darum, irgendwie praktikable Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Und genau da machen wir uns auf den Weg und machen uns eben nicht einen schlanken Fuß, indem wir einfach nur sagen, die Polizeiverordnung ist es. Jetzt Herr Lommel und dann Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Ja, ich habe jetzt meine Redezeit vorhin nicht überzogen, wusste jetzt nicht, dass es hier noch Abschiedsgeschenke gibt vom Oberbürgermeister, ein bisschen mit längeren Redezeit. Vielen Dank. Wir hätten gerne einer Sache zugestimmt, was mehr Sicherheit und mehr Lärmschutz gegeben hätte für die Anwohnerinnen und Anwohner, wenn eine Vorlage einfach sinnvoller gewesen wäre. Man kann nicht auf der einen Seite hingehen und gegen eine Vorschrift klagen und sagen, das Verwaltungsgericht, die Bewohner haben Unrecht. Auf der anderen Seite fordert man von uns im Stadtrat genau das Gleiche zu tun, gegen was man klagt. Wie hätte man es dann gerne? Das ist wirklich eine Frage, die total widersprüchlich ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich Alkoholverbot, ja, wenn man das einführen möchte, und das ist ja nicht nur in diesem Eck, sondern in einem riesengroßen Gebiet, wo es nicht stattfinden soll, also Verkaufsverbot, dann muss man auch klar sagen, dass das tatsächlich dann auch dient. Das ist in der Vorlage nicht ordnungsgemäß aus meiner Sicht bewiesen worden. Kurzum, wenn der Oberbürgermeister in der Lage ist, eine Vorlage zu bringen, der diese Sachen ordentlich beweist, wenn eben andere Mittel hier nicht gegriffen haben, wenn also die Ordnungsbehörde ihren Job ordentlich gemacht hat in allen Bereichen, kann ich Ihnen heute schon sagen, würden wir einer solchen Vorlage natürlich zustimmen, weil es eine Zumutung ist für die Anwohner, dass sie letztendlich lärmbelästigt wohnen müssen. Das kann nicht sein. Muss ich auch Herrn Sittel in dem Punkt zustimmen, dass er sagt, okay, wir können nicht die Leute verdrängen. Es ist ein Argument der Ungezogenheit zu sagen, dann müsst ihr euch halt verpissen aus der Region. Das geht nicht. Aber deswegen stimmen wir der Sache nicht zu, weil die Vorlage von der Verwaltung meines Erachtens richtig, richtig schlecht war und noch im Klageverhalten sogar vom Oberverwaltungsgericht sogar noch mal Berufung eingelegt. Sowas von widersprüchlich ist, dass wir dieses scharfe Mittel nicht mittragen, heißt aber nicht, dass das heißt, alkoholfrei und saufen nach Lust und Laune. Ja, in meiner Region, wo ich herkam, konnte man auch Wein trinken, ohne dass die Leute belästigt werden. Nehmt euch ein Beispiel daran und von daher hoffe ich mal, dass das jetzt besser funktioniert, die nächste Vorlage. Herzlichen Dank. Jetzt Herr Dr. Schulte-Wissermann, dann Frau Siebenmeier. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Warum haben wir die Diskussion dieses Jahr?
haben wir im Wesentlichen, weil wir letztes Jahr das Jahr 2021 hatten und nach dem Corona-Winter kam dann die Corona-Pause so gesehen im Sommer und die Leute mussten raus, sie wollten aber nicht in eine Kneipe, sie wollten nicht in ein Restaurant, die Clubs waren zu. Also was hat man gemacht? Man hat sich im Freien getroffen. Und es war ja auch damals quasi die Devise, bleibt im Freien, trefft euch, geht nicht rein, Abstand halten und so weiter und so fort. Jetzt haben wir 22 und wir sind ein Jahr weiter. Und dieser richtig große Druck, den es letztes Jahr gab, gibt es nicht mehr. Die Clubs haben wieder auf, die Restaurants, man geht rein, die Kneipen, man geht rein. Es ist nicht mehr dieser Druck da. Und glauben Sie mir, ich habe da ja jetzt einen Monat lang jeden zweiten Abend verbracht. Ich weiß es, es ist viel, viel weniger los. Es ist viel, viel entspannter. Lassen wir mal letztes Wochenende weg, da war BRN. Aber ansonsten ist es da schon viel entspannter geworden. Und jetzt mit den Nachtschlichtern, wurde schon ein paar Mal gesagt, bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir das Problem hinkriegen. Weil das eine ist ja, ob ich mich treffe als freier Mensch in diesem Land, auf der Straße stehe und Wasser, Milch oder ein Bier trinke, das andere, das muss erlaubt sein, alles andere wäre ein schwerwiegender Eingriff in die persönlichen Freiheiten. Oder aber, ob ich auf Mülltonnen rumtrommel, ob ich eine riesige Boombox aufbaue, ob ich ein Schlagzeug mitbringe. Das alles muss natürlich nicht sein. Das alles sollte auch nicht sein. Aber dass man jetzt sagt, du darfst dich nicht mehr da mit deiner Kumpeline treffen, das geht zu weit. Wenn wir diese Verbote machen würden, was passiert denn dann? Dann passiert A, einmal Verdrängung, also die Leute gehen Martin-Luther-Platz, Albert-Platz, Hauptstraße, Goldener Reiter, Alaun-Platz ins Hechtviertel und wir haben die Problematik dort genauso. Und es setzt wahrscheinlich eine ganze Kaskade an Verboten in Bewegung, weil man sagt, oh ja, wir müssen es am Martin-Luther-Platz verbieten, auf der Hauptstraße und so weiter und so fort. Der andere Aspekt, das Verkaufsverbot, der wurde hier noch überhaupt nicht genannt. Ich habe das live und in Farbe mitbekommen mehrere Jahre und auch den Wechsel dann. Das Verkaufsverbot führt dazu, dass alle möglichen jugendlichen Gruppen mit der Straßenbahn anreisen, einen Kasten Mixery dabei haben, darauf eine Flasche Gorbatschow und eine Flasche Cola. Und das geben sie dann an irgendjemand weg. Sie haben da null Jugendschutz. Jetzt ist wenigstens ein Spätshop da. Da kann man mal gucken, wer geht da rein, was wird da konsumiert. Ja, hast schon zu viel, lass mal lieber. Aber wenn man das so macht, es ist ja quasi ein für die Jugendlichen Geschäftsmodell. Ja, das ist umsonst saufen. So, man nimmt den Kasten mit und verkauft es dann wieder an seine Kumpels oder an wen auch immer, an 13-Jährige. Ich habe es erlebt. Das ist alles nicht schön. So, und deswegen sollte man das auch nicht tun. Ich bin der absoluten Meinung, dass auf Neudeutsch heißt es Cornern oder dass sich treffen auf der Straße, das gesellig sein, das miteinander sprechen, Bekannte treffen, neue Leute kennenlernen, dass das zu einer modernen Großstadt dazugehört, das ist Lebensstil oder Lifestyle, das ist ein Standortfaktor, deswegen kommen Leute nach Dresden bzw. bleiben hier, weil sie sagen, das ist schön oder meine Lieblingsgeschichte aus Berlin, wo ich mal war, habe ich mit so einem Start-up-Kollegen gesprochen auf der Party, der meinte, Alter, das ist so schön, ich habe gestern gearbeitet, nachts um zwei, mir fehlte Duct Tape und dann bin ich runter in den Spätshop, habe es gekauft, das ist so cool, um 4 Uhr war ich fertig. So, das ist das, was sozusagen eine Stadt bieten muss. Und eine Stadt ist zum Benutzen da, eine Stadt ist Lebensqualität und deswegen werde ich als Pirat werden die Dissidenten als Fraktion alle Anträge zu Alkoholverboten heute ablehnen. So, jetzt Frau Siebeneicher und dann Herr Nitsche. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörende, ich möchte jetzt doch nach dieser sehr langen und intensiven Debatte noch mal sagen, dass eins doch deutlich werden muss, dass diese zwei Vorlagen jetzt als eine Art Krücke verwandt werden, um den Lärmpegel in der Neustadt nach unten zu bringen, um durch ein Alkoholverkaufs- und auch zum Teil Konsumverbot einen Zustand zu erreichen, dass eben weniger Leute sich an bestimmten Orten aufhalten. Ich glaube, wir müssen uns das vergegenwärtigen und es ist heute schon oft gesagt worden, es bleibt höchst fraglich, ob diese
dieses Ziel dann auch eintritt, dass man eben die Leute dann von den Orten wegbekommt und ob das Problem nicht in derselben Dimension woanders auftritt. Auch ich bin Frau Weiß sehr dankbar für das, was sie hier geschildert hat. Ich erlebe, ich sag mal, so komplexe Problembeschreibungen auch ganz viel. Ich habe es auf der Einwohnerversammlung im Stadtteil erlebt, die zum Teil auch sehr heftig war. Ich habe es aber auch in eigenen Bürgersprechstunden erlebt. Und für mich ist im Moment das Wichtigste, dass wir wirklich diesen Zukunftskongress, der ja auch vom Stadtbezirksbeirat gewollt ist und der jetzt auch im federführenden Ausschussvotum so mit festgelegt ist, dass wir diese Zukunftskonferenz für den Stadtteil bekommen. Weil ich glaube, wir müssen wirklich gemeinsam als Neustädterinnen und Neustädter miteinander in einen guten Dialog finden, wo wollen wir, dass sich unser Stadtteil hinentwickelt und wo sind auch einfach Grenzen erreicht, die dann auch zu akzeptieren sind. Ich glaube trotzdem, dass wir, egal welches Verbot wir heute eventuell hier beschließen sollten, für mich ist es sehr offen, was heute eine Mehrheit bekommt, dass wir durch ein solches Verbot den Stadtteilfrieden nicht herstellen können werden, weil eben die Probleme sehr viel größer sind. Und ich glaube auch, dass es eben nicht nur um die Corona-Situation geht, die natürlich viele Leute dazu animiert hat, auch mehr draußen zu feiern. Ich glaube, wir werden das in Zukunft aus ganz anderen Gründen auch mehr in der Stadt erleben als in der Vergangenheit, weil wir deutlich heißere Sommer haben durch den Klimawandel, die die Leute auch spät in den Stunden nach draußen treiben und auch nicht nur in der Neustadt, auch in anderen Stadtteilen. Und weil wir eben durchaus auch steigende Preise haben im Moment, die dazu führen werden, dass eben nicht jeder und jede in eine Kneipe gehen kann und sich dort ihr Bier kaufen kann. Ich möchte an der Stelle, Herr Oberbürgermeister, beantragen, dass wir auf jeden Fall zum Ende der Debatte eine Auszeit bekommen. Viele der Dinge inklusive dem FDP-Änderungsantrag konnten wir erst heute besprechen, weil wir ja damals nur eine Sondersitzung hatten und viele Dinge in dieser Eile, die einfach wichtig gewesen wären zu klären, so einfach auch nicht geklärt werden konnten. Nichtsdestotrotz, wir sind heute in der Situation, dass wir auch entscheiden müssen. Und ich möchte zum Abschluss nur sagen, ich glaube, egal wofür es eine Mehrheit gibt, es ist wichtig, dass wir eine deutliche zeitliche Begrenzung hinbekommen, wenn es ein Verbot gibt, denn daran möchte ich auch noch mal erinnern, das Konsumverbot soll laut Vorlage auf 2 Jahre bestehen, wenn das so durchgeht, und das Alkoholabgabeverbot auf 10 Jahre. Also das sind für mich alles andere als kurzfristige Zeiträume. Deswegen bin ich zumindest dafür, dass wir gucken, dass wir eine zeitliche Begrenzung hinbekommen. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Nitsche, dann Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Schlagworte Geschwindigkeitsüberschreitung bzw. Tempolimit sind heute schon gefallen und auch das Wort Nachtflugverbot. Was macht man mit Geschwindigkeitsüberschreitung? Was macht man mit dem Nachtflugverbot? Man beeinflusst Störfaktoren, man beeinflusst Emissionen, weil diese Emissionen begrenzt werden müssen. Und wie reagiert man auf die Verstöße bei Geschwindigkeitsüberschreitungen? Schließt man nachts Tankstellen? Nein. Man blitzt, man kontrolliert die Geschwindigkeit an der Stelle, weil man auf die Leute Einfluss nehmen möchte, die sich nicht an Anstand und an Rücksicht und an die Regeln halten. Und das ist etwas, was mir bis jetzt noch etwas gefehlt hat in der Debatte. An den Gefahrenpunkten der Geschwindigkeitsüberschreitung, zum Beispiel in 30er Zonen, da werden Blitzer aufgestellt. Und an dieser magischen Stelle, wir haben ja heute viele Titulierungen für diesen Kreuzungsbereich gehört, da gibt es etwas, was auf jeden Fall fehlt, und zwar Anstand und Rücksicht. Und das fehlt bei denjenigen, die diese Emissionen ausstoßen. Das fehlt bei denen, die dort für den Lärm sorgen, weswegen wir hier überhaupt erstmal diskutieren müssen. Was wir brauchen, das ist das, was wir auch haben bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Kontrollen und die Durchsetzung von Regeln. Und es ist vollkommen gleich, ob das eine Tempo-30-Zone ist,
oder ob das dieser Kreuzungsbereich ist. Wir brauchen die Durchsetzung von Regeln und dafür braucht man die Polizei bzw. die Polizeibehörde. Und wir brauchen, und das ist vollkommen egal, und nein, es ist nicht egal, es ist nicht dran schuld. Der Klimawandel ist nicht dran schuld, dass dort Krach ist. Und Corona ist auch nicht dran schuld, dass dort Krach ist. Es ist einfach fehlender Anstand und fehlende Rücksichtnahme. Vielen Dank. Als nächster Herr Kiesling, dann Herr Aschenbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein Thema, wo ich sehr bedauere, dass es in keinem der Ausschüsse war, in denen ich vertreten bin, weil dann hätte ich Ihr Mitleid sozusagen, bitte ich im Protokoll festzuhalten. In keinem der Ausschüsse hätte ich vielleicht meine Fragen stellen können oder schon eher danach sozusagen bohren können, aber ich will tatsächlich gern wissen vom Oberbürgermeister, und zwar vom Oberbürgermeister, was ihn daran gehindert hat, die Polizeiverordnung zur Gefahrenabwehr, die ja bereits jetzt ganz eindeutig und genau klärt, wann ist Lärm okay und wann ist Lärm verboten, diese Polizeiverordnung zur Gefahrenabwehr durchzusetzen. Was hat ihm der Ordnungsbürgermeister da gesagt, worum es nicht geht? Was hat er getan, um sie doch durchzusetzen? Und falls es jemand aus dem Hut weiß, wie viel Ordnungsgelder, denn das ist das Mittel in dieser Polizeiverordnung, wie viel Ordnungsgelder haben wir denn dort verhängt? Denn ganz konkret sind ja die, die Lärm machen und stören, einzelne Personen. So habe ich das jetzt gehört. Es sind ja Einzelne mit Bassbox, es sind Einzelne, die krakeelen, es sind Leute, die durchdrehen, weil sie besoffen sind. Alles Ärgernisse. Und ich wohne in der Nähe. Ich höre die dann, wenn sie besoffen nach Hause gehen, von der Neustadt rüber, über die Elbe, die Jochenstadt, höre ich die. Bei mir gehen sie aber vorbei am Fenster. Dort sind sie da. Die kann man also ansprechen und kann man sagen, du, Ordnungsgeld. Wie viel Ordnungsgelder haben wir eingenommen dort? Das interessiert mich. Und diese Frage bitte ich hier live zu beantworten, diese drei Fragen. Ne? Was hat der Oberbürgermeister getan? Was hat ihn gehindert, am Meer zu tun? Und was haben wir dann in Ordnungsgeldern eingenommen? Danke. Als nächstes Herr Aschenbach und dann Herr Dr. Brauns. Tatsächlich ist die Problembeschreibung faszinierend, aber ich muss zugeben, ich finde, es fängt an, sich zu wiederholen und zu langweilen. Und weil Freiheit immer die Freiheit der Anderstrinkenden ist, will ich aber auch noch einen Bürger zu Wort kommen lassen, einen namenlosen Helden, der die ganze Sache aus meiner Sicht sehr gut auf den Punkt bringt. Herr Wolfram, gutes Recht, uns zu besaufen. Wo und wann wir wollen. Jetzt Sie, Herr Brauns. Herr Dr. Brauns als Nächster. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben die Probleme nicht erst seit Corona. Und seitdem Corona wieder das Treffen draußen und insbesondere auch drin zulässt. Sondern wir haben die Probleme, das wissen Sie auch genau, ist im Kriminalpräventiven Rat auch angesprochen worden, beginnend mit dem Jahr 2018, sich 2019 steigernd. Und dann hatten wir eher noch einen Rückgang durch Corona. Also diese Problemlagen haben mit Corona gar nichts zu tun, sondern wir haben unmittelbar, seine unmittelbare Reaktion. Und das betone ich nochmals auf das Aufheben der Verordnung, die wir hatten. Das ist der Punkt. Und ich, Herr Schulte-Wissermann, ich bin sehr dankbar für das Beispiel, das Sie gebracht haben, Ihres Berliner Kollegen. Ja, wunderbar. Nur, es dreht sich hier darum, dass Ihr Berliner Kollege sagt, und dann habe ich mich an der Ecke, in der kleinen Ecke getroffen, mit hunderten anderen, nachts um vier und habe da rumgegrölt ohne Ende. Darum geht es. Nicht darum, dass Ihr Kollege dann nachts um zwei noch zum Späti gehen kann, sich ein Bier trinken und dann habe ich das Bier getrunken. Das soll ja sein, überhaupt keine Frage. Es geht um die Tage Freitag auf Sonnabend, Sonnabend auf Sonntag.
Sie haben mir jetzt keinen Tag genannt, an dem Ihr Kollege das gemacht hat. An allen anderen Tagen kann er das machen. Ja? Und das kann er auch heute noch machen, überall. Ja? Aber der Unterschied, und deswegen stehen wir und sitzen hier und müssen etwas entscheiden, weil hier genau das zur Rede steht, was Sie in Ihrem Beispiel weggelassen haben. Das ist das Problem und das können Sie nicht ausblenden. Und alle, das ist mein Eindruck an die Rede, die meinen, wir können das nicht machen, sie blenden die Wirklichkeit aus. Und das zu Frau Weiß, die Einwohner hat hier gesprochen, diejenigen, die geklagt haben, sind Anwohner, genauso. Und jetzt geht es um den gerichtlich fest, braucht man ja kein Gericht dazu, es geht hier um Gesundheitsschutz, um nichts anderes. Und der muss effektiv und der muss schnell umgesetzt werden. Und deswegen sind diese beiden Polizeiverordnungen, die wir haben, richtig. Wie gesagt, damit wenigstens etwas passiert, stimmen wir der Vorlage zu. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was sich hinsichtlich dieses eng begrenzten Kreuzungsverbrechens, wo es nur in einer ganz bestimmten Zeit auch das Konsumieren von Alkohol nicht erlaubt sein soll, was dann mit dem FDP-Antrag noch wird. Deswegen begrüße ich auch die Auszeit. Vielleicht kommen Sie ja noch zu einem guten Ergebnis in Ihrer Beratung. Das brauchen wir in der Tat. Ein letzter Satz. Wir haben unter der Geltung des Alkoholverbots, des Ausschanks des Alkoholverbots in der Zeitraum, ich wiederhole das nochmal, von 2007 bis 2016, weder einen Verdrängungseffekt noch sonst irgendwie gehabt, weder hat die Neustadt darunter gelitten, das wäre noch irgendetwas. Das ist einfach nicht der Fall, sondern das, was passiert ist, nachdem das ist, da ist es aus dem Ruder gelaufen. Deswegen, wenn es irgendeine Antwort darauf gibt, was effektiv ist, um das im kleinstmöglichen Rahmen die Situation wieder in vernünftige Bahnen zu lenken, dann sind es diese beiden Verordnungen, die wir nach unserem Willen schön, aber wenn es denn nicht so ist, wenigstens etwas tun müssen. Deswegen kommen Sie vielleicht auch noch auf der rot-rot-grünen Seite, sage ich mal so, zu dem Ergebnis, dass man dem Konsumverbot in diesem engen Bereich mit dem FDP-Ergänzungsantrag vielleicht dann doch zustimmen kann. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob das funktioniert hat. Vielen Dank. So, ich habe erstmal soweit die Rednerliste abgearbeitet. Dann würde ich kurz nochmal Herrn Kollegen Sittel bitten und dann, wenn die nochmal spontan sind, Arme wieder hochkommen, würde ich dann die gewünschte Auszeit einmal machen und dann hoffe ich, dass wir dann so langsam in die Abstimmrunde eintreten können. Ja, vielen Dank. Ich würde nur gern kurz auf die von Herrn Kiesling gestellten Fragen eingehen zur Kontrolltätigkeit. Also wir haben eine ganze Reihe von Anfragen in den Ausschüssen, aber auch solche, die von anderen Mitgliedern des Stadtrates schriftlich eingegangen sind, beantwortet. Wenn es dann noch weitere konkrete Anfragen gibt, greifen wir die gerne auf. Ich würde aber zu dem Thema der ruhestörenden Lärmverursachung, die Sie konkret als Kontrollthema angesprochen haben, kurz den organisatorischen oder rein tatsächlichen Ablauf führen. Üblicherweise ist das so, wenn Menschen durch Lärm sich gestört fühlen, rufen sie das Ordnungsamt überwiegend, gelegentlich auch den Polizeivollzugsdienst an. Und wenn es die Kräftelage zulässt, fährt man da einigermaßen zügig hin und stellt halt fest, wo kommt die Beschwerde her, ist dort Lärm und wer ist dafür verantwortlich. Und es gibt zwei typische Situationen. Die eine typische Situation: es ist im privaten Raum, jemand macht eine Feier im Garten oder in der Wohnung, gibt es also einen, der für diese Feier als Einladender verantwortlich ist. Den spricht man an und sagt, lieber Mensch, sorgen Sie bitte dafür, dass von Ihrer feiernden Truppe kein Lärm mehr ausgeht. Das funktioniert in aller Regel. Wenn das nicht funktioniert, kann man genau mit dem Menschen, der für diese Veranstaltung verantwortlich ist, natürlich Ordnungsgelder belegen. Die zweite Situation, die jetzt in Stadtteilen wie der Neustadt häufig ist, Lärm geht von Veranstaltungen oder aus Gaststätten aus. Dort gibt es auch einen Gaststättenbetreiber bzw. einen Veranstalter, gleiches Spiel, einen konkreten Ansprechpartner. Mehrere hundert Menschen, die rumstehen, einzeln, haben eben diesen konkreten Ansprechpartner nicht. Jeder Einzelne wird einwenden, ich selber war gar nicht so laut. Und da hat er wahrscheinlich auch recht. Ich war in der vergangenen Woche bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung zur Schulwegesicherheit,
wo Kita-Kinder, die jetzt demnächst in die Grundschule gehen, in der jungen Garde von Polizei, Verkehrswacht und anderen auf den ersten Schultag vorbereitet werden. Und wenn 3000 Kinder plötzlich irgendwie jubeln, weil halt der Poldi da seine Dino-Kunststücke macht oder das Polizeiorchester spielt, macht das richtig Krach. Das einzelne Kind macht das eben nicht. Ich komme zurück. Die konkrete Verhängung von Ordnungsgeldern gegen über eine einzelne Person wegen ruhestörenden Lärms ist in der Situation äußerst schwierig. Deswegen wird es dazu keine nennenswerten Fallzahlen geben, weil eben die typische Situation eine Veranstaltung, ein Verantwortlicher, der einwirken kann, den man in die Pflicht nimmt. Am einfachsten ist das in die Pflicht nehmen, logischerweise bei Gaststätten, ortsfest, Gaststättenerlaubnis, Betriebserlaubnis, da gibt es diesen Mechanismus. So, und jetzt würde ich sagen, Auszeit.
Das sollte der Warngang sein, dass es, glaube ich, weitergehen kann. Alle haben ihre Beratungen einmal durchgeführt. Und damit würde ich an dieser Stelle gerne die Auszeit beenden und dann langsam in die Abstimmung eintreten. Gibt es aus der Auszeit heraus noch Anträge? Herr Maloney. Damit über unseren Änderungsantrag abgestimmt werden kann, bitten wir darum, dass die ursprüngliche Vorlage der Verwaltung abgestimmt wird und in dem Atemzug dann auch mit über unseren Ergänzungsantrag. Also Antrag wäre, dass die Verwaltungsvorlage als Abstimmungsgrundlage gemacht wird. Das würde ich dann als erstes abstimmen und dann so weiter. Gibt es weitere Anträge? Sonst noch Redebedarf? Sehe ich nicht. Dann kommen wir in die Abstimmung. Und beantragt ist, die Verwaltungsvorlage zur Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenprobe, das ist die Mehrheit, und wäre damit abgelehnt. Dann kommen wir über den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Der ist negativ. Wer den negativen federführenden Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Sechsunddreißig Ja-Stimmen, 19 Nein, 11 Enthaltungen. Damit wäre das negative Ausschussvotum angenommen und damit die Vorlage abgelehnt. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 5 zur Abstimmung. Hier ist das Ausschussvotum positiv. Wer dem Ausschussvotum folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Sechsundzwanzig Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Damit wäre auch diese Vorlage abgelehnt. Damit hätten wir die beiden Tagesordnungspunkte 4 und 5 bewältigt und der avisierte Geschäftsordnungsantrag, Herr Schäuber, bitte schön. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Mir ist bewusst, dass wir jetzt gleich in die Pause gehen. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs beantrage ich, dass wir unmittelbar nach der Pause den Tagesordnungspunkt 20, Einrichtung eines Nachtbürgermeisters bzw. einer Nachtbürgermeisterin, behandeln, damit wir heute auch noch was Positives auf den Weg bringen. Gegenrede oder was ist das, Herr Schmidt? Erstmal würde ich jetzt mal Gegenrede fragen und dann. Ich möchte dagegen sprechen, weil wir haben das schon abgestimmt und wir können nicht nach jedem Tagesordnungspunkt dasselbe nochmal beantragen. Mhm. Gut, danach würde ich, Geschäftsordnungsantrag ist gestellt, Gegenrede ist erfolgt, damit würde ich zur Abstimmung stellen und dann, Herr Schmidt, habe ich registriert, gibt es einen weiteren Geschäftsordnungsantrag, den würde ich danach dran nehmen. Also, wer für das nach der Pause Behandeln des Tagesordnungspunkt 20 ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ah, das ist die Mehrheit. Also, damit machen wir als nächstes die 20. So, jetzt nächster Geschäftsordnungsantrag, Herr Schmidt.
Herr Oberbürgermeister, ich möchte gerne beantragen, dass wir den Tagesordnungspunkt 13, den Satzungsbeschluss für den Kaufpark Nikon, heute auch noch behandeln, und zwar dann direkt im Anschluss an den soeben vorgezogenen Punkt. Gibt es dazu Gegenrede? Ist nicht der Fall. Dann ist der nächste geschäftsordnende Antrag nach dem gerade beschlossenen Punkt 20, dann den Punkt 13 zu behandeln. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Das ist auch die Mehrheit, und insofern wäre das so beschlossen. Also darf ich jetzt Sie um 19.30 Uhr in die Pause entlassen. 20 Uhr setzen wir fort, dann mit den Punkten 20 und 13 in der Reihenfolge.